Hallo und herzlich willkommen hier zum allerersten Tag beim 18. Internationalen Comic-Salon in Erlangen. Und ihr wisst es, Leute, wir haben hier heute Morgen und generell die nächsten Tage einen riesengroßen Interview-Marathon vor uns. Und die Nummer eins, quasi der First Man, also mein erster Gast. First Man Standing. Ist nicht irgendwer, sondern jemand, der, auf den ich mich schon ganz doll gefreut habe, dem ich übrigens auch Grüße ausrichten soll von so gefühlt jedem, unter anderem dem Henning Mertens, der hat jetzt vorhin noch geschrieben, der soll dir auch schöne Grüße ausrichten, weil man muss ja sagen, der junge Mann, der jetzt hier gerade neben mir sitzt, so gefühlt kennen ihn alle und er kennt alle. Moin Sascha. Guten Morgen Andi, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Es freut mich, dass es geklappt hat heute. Wenn du noch so nett wärst, dein Mikro ein bisschen mehr so Richtung Mund, das ist ein Kondensatormikro, genau. Da kommt da ein bisschen mehr an. Hört man mich jetzt besser? Also kondensiere ich jetzt besser? Oh, kondensieren tun wir hier, glaube ich, alle. Mir erzähl, wie war die Anreise? Es war sehr problemlos. Man ist zwar irgendwie von Zug zu Zug hinterher gehechelt, aber das ist halt so, wenn man mit Öffis irgendwie unterwegs ist, was ich gerne bin. Und mittlerweile, meine Homebase ist aktuell Mainz und da ist man eigentlich auch in 3,5 Stunden irgendwie in Erlangen. Also hat wunderbar funktioniert und es ist schön hier. Und das Wetter ist knaller und wir sitzen ja zum allerersten Mal nicht in der Heinrich-Lade-Halle, sondern in einem Zelt im Schlossgarten und auch das ist so der Hammer. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr anders haben. Ja, irgendwer meinte, die Tages wäre der neue Goldstandard. Wenn man mal schaut vor die Tür, wir sitzen ja halt direkt in diesem Park und das ist also exorbitant fantastisch. Mit den ganzen Blümchen hier, das ist toll. Ja, man lustwandelt dann auch. Also man rennt nicht mehr von Veranstaltung zu Veranstaltung, sondern man lustwandelt im Park. So sieht's aus. Natürlich sollen unsere Gespräche, die wir heute und generell so ein bisschen so führen, uns natürlich auch mal einen Einblick geben in die aktuellen Arbeiten von den Künstlern, die hier heute und die nächsten Tage auf dem Comic-Salon sind. Und ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, denn ich verfolge dich natürlich spätestens seit unserem ersten Gespräch auf der Convention in Frankfurt. Genau. Verfolge ich deine Arbeiten natürlich sehr intensiv und ich habe das Gefühl, dass du überall deine Finger so ein bisschen drin hast. Ganz aktuell ist, glaube ich, das Neueste von dir ist, da hast du mitgearbeitet bei dem Comic Ratten, wird der, glaube ich, heißen. Ist das richtig? Das ist richtig. Ratten ist so ein 60-Seiten-Comic. Ich vermeide jetzt mal bewusst den Begriff Graphic Novel. Ja. Weil er auch so ein bisschen, es ist halt ein Horror-Comic. Ratten haben die Welt erobert und ein kleiner Junge muss sich darin zurechtfinden. Zusammen entstanden mit dem Texter Michael Mikulajczak. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Mhm. Letztendlich war das eine schöne Zusammenarbeit, aber gesehen haben wir uns auch nie. Mhm. Und der hat den Text geschrieben, ich habe das Ding illustriert und es ist quasi jetzt warm vom Drucker gekommen und bei Kult Comics erschienen. War ja auch beim Gratis-Comic-Tag dabei, da konnte man, glaube ich, sogar schon erste Bilder sehen, stimmt das? Wir waren beim Gratis-Comic-Tag dabei, aber das, was man da gesehen hatte, war ein Kurzgeschichtenband, Kultgeschichten, getextet, 3 Kurzgeschichten von Michael Mikulajczak und illustriert von mir und 2 weiteren Kollegen. Ah, okay. Deswegen, also, aber in dem Stil von Ratten. Die Geschichte, die ich gemacht habe, behandelt die Erschießung oder Anschießung von Andy Warhol im Jahr 1969. Stimmt, das Cover, ja. Genau, der wurde ja angeschossen von der Valeria. Da ist man schon wieder raus irgendwie aus der Nummer. Ich habe den Namen schon wieder. Ich bin immer projektschlau. Wenn ich ein Projekt habe, ein Comic-Projekt oder ich mache ja auch noch Grafik nebenher oder man muss es ja umgekehrt sagen, ich mache Grafik und Comic nebenher, ist ja in Deutschland leider so. Da ist es dann immer so, da schlaue ich mich immer für ein Projekt auf. Und so variieren auch immer so die Referenzen, die neben meinem Schreibtisch beim Zeichnen stehen. Zum Beispiel bei Ratten waren es ganz viele Sachen von Jock und Sean Phillips. Und jetzt bei, ich zeichne jetzt gerade aktuell was Neues, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, da ist auf einmal Jack Kirby und so. Also es ist immer so ein Stapel, der sich dann verändert, sodass eigentlich auch nie alle meine Comics in meinem Zimmer stehen, sondern viele dann irgendwie auch immer wieder unterwegs sind und dann eben entsprechend verteilt werden. Dieses Zimmer muss man eigentlich mal erwähnen, da ist ja nun auch kein Geheimnis, wie das so aussieht, weil du regelmäßig auf Instagram, was ist glaube ich, und auf anderen Plattformen, Facebook auf jeden Fall auch mal Bilder von deiner Comic-Cabin teilst. Was ist das denn? Erklär uns das mal. Ja, Comic Cabin, ach ja, das ist ja, als ich mich vor 2 Jahren mit Comic und Illustration selbstständig gemacht habe, davor habe ich das nebenher immer mal so ein bisschen betrieben, aber seit 2 Jahren hängt da auch ein bisschen Geld dran. Da habe ich dann irgendwie überlegt, was mache ich denn für ein Label? Und da ist mir so ein Imprint eingefallen, die Comic Cabin, das ist eben die Comic Hütte auf Deutsch und es ist wirklich eine Hütte, in der ich zeichne. Die steht im Garten unter Bäumen und dort hat man dann den Blick auf Eichhörnchen und das ist ja so ein Naturschutzgebiet, wo meine Frau und ich wohnen
Und es ist wirklich herrlich. Man sitzt so drin, das sind so 9 Quadratmeter. Es ist nicht so eine typische Baumarkthütte, sondern richtig ein erweitertes Wohnraumzimmer. Deine Man Cave. Genau, ja, genau, meine Man Cave. Und da sitze ich dann da und habe da meine Zeichenutensilien und Zeichnen ist ja ein sehr einsamer Beruf oder Berufung, kann man selten miteinander teilen. Und da wird dann gezeichnet. Und vor allem auch sehr viel gezeichnet. Also wie gesagt, ich weiß, ich habe gemeint, dass wir mir diverse Projekte von dir im Kopf sind. Unter anderem hast du auch teilgenommen an einer Anthologie ganz aktuell, am 3. Helldraw Wien Band. Da gibt es auch ein paar Seiten von dir. Vielleicht kannst du uns nur mal kurz anschneiden, was das ist. Der Timo Würz hat mir da auch ein Exemplar zukommen lassen. Das werden wir noch rezensieren bei uns. Gelesen habe ich es schon. Also ich kenne es, aber die Zuschauer noch nicht. Vielleicht kannst du auch mal so, was das ist und vielleicht auch deinen Anteil daran mal kurz erläutern. Also es ist verdammt cool. Der Timo hat vor 3 Jahren, also wir sind jetzt gerade aktuell, die Ausgabe 3 ist gerade fertig gedruckt. Vor 3 Jahren hat er irgendwie übers Internet, Facebook Leute gefunden, Zeichner gefunden, mit denen dann eben schon die erste Helldraw-Wien-Anthologie gemacht. Er hat eine Geschichte geschrieben. Da ging es um Zombies und Proteinriegel. Zombies fressen ja nur die Gehirne von Menschen, weil ihnen die Proteine fehlen. Und dann gibt es eben diese Riegel. Und wenn sie Zombies Riegel essen, dann fallen sie Menschen nicht mehr an. Das war dann so. Und diese Riegel verschwinden dann oder sowas. Das war so die erste Geschichte, die der Timo da entwickelt hat. Ich war da noch gar nicht bei. Ich habe das dann erst über Zeichner erfahren, dass die da gerade an sowas rumgemacht haben und war ein bisschen traurig, da nicht mitgemacht zu haben. Und bin dann im nächsten Jahr eingestiegen bei Helldraw Wien 2, Pig Dogs Revenge hieß das. Das ist schön, da gibt es dann halt, ich sage jetzt mal so grob, 24 Künstler, die 24 Seiten gestalten. Runtergebrochen sind es ein bisschen weniger Künstler. Der arme Timo muss manchmal noch eine Seite zeichnen, die dann irgendwie ein anderer Künstler nicht mehr zu Ende geschafft hat oder sowas. Aber das ist halt ein bunter Mix, tatsächlich ein bunter Strauß an Illustrationsstilen von unfassbar vielen Leuten, die auch ganz unterschiedlich zeichnen. Auch auf ganz unterschiedlichen Niveaus, aber geil ist irgendwie alles. Und ich glaube, man kann sich das sogar, wenn nicht sogar komplett legal, auf MyComics anschauen. Ja, ja, ja. Also Leute, riskiert da unbedingt mal einen Blick. Der Mühli vom Mühlis Comic-Blog hat uns das ja nun auch schon mal vorgestellt. Ich glaube, es war die 2. Ausgabe, die er näher beleuchtet hat. Da schaut mal rein, das ist eine ganz tolle Arbeit. Und wie gesagt, es gab den deinen Beitrag beim Gratis-Comic-Tag. Und jetzt hattest du gemeint, ist ganz aktuell auch noch was in Arbeit, wo du dir neue Inspiration geholt hast von unter anderem auch Kirby, dem Großmeister, dem Comic-Großmeister. Es gibt so ein Projekt, das ich eigentlich schon seit 2 Jahren in der Pipeline habe, was aber irgendwie nicht zu Potte gekommen ist bis jetzt, weil ich an anderen Sachen gearbeitet habe. Das ist Mad Eagle. Ein Comic, der jeden 80er-Jahre-Actionfilm, den ihr als Kind gesehen habt, in Comic-Seiten gießt. Und das ganze Ding, ich wollte eigentlich zu Erlangen auch einen Teaser mitgebracht haben in Form einer kleinen Videokassette. Den wird es dann wohl in Stuttgart geben, da bin ich dann nämlich auch. Das ist halt wirklich, der Actionheld ist eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und ganz viel Chuck Norris. Also wer Spaß an sowas hat mit einer Prise 80er-Jahre-Romantik, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich klaue auch ganze Szenen in dem Comic aus Filmen und erkläre dann hinten im Anhang, wo die her sind und was die so zu bedeuten haben. Das ist halt einfach ein riesiges Déjà-vu und ich freue mich tierisch, das zu machen. Viele Waffen, viele Explosionen. Ja, ja, mega. Machst du das allein oder hast du Hilfe? Ich habe aktuell keine Hilfe dabei, aber wie gesagt, ich stecke da jetzt auch noch gerade, ich habe die Charakterentwicklung jetzt abgeschlossen und jetzt geht es irgendwie an den Trailer oder Teaser, den ich gerade zeichne. Wenn ich den fertig habe, werde ich versuchen, damit irgendwie einen Koloristen für mich zu gewinnen. Ich würde ganz gerne im Team arbeiten. Ich würde auch ungern einen Koloristen mir einkaufen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe und der einfach für Geld was macht, sondern ich würde mich da freuen. Vielleicht auch, wenn ihr das hört, fühlt euch angesprochen, wenn ihr Bock habt, etwas zu kolorieren und auf Kooperation. Ich habe total Lust auf sowas und sonst ist ja Comiczeichnen ein ziemlich einsamer Job. Es gibt sicher viele, die das sagen, nur bei dir ist es extrem glaubwürdig, weil du nun hier auch mit der Comic Solidarity, wo du auch unterwegs bist und dich zumindest teilweise mit einbringst. Hier sind ja auch ganz viele Jungkünstler dabei, die vielleicht auch noch das hier unter Umständen auch hören werden. Also da meldet euch unbedingt mal beim Sascha, denn das sieht nicht nur gut aus, das ist auch ein ganz sympathischer Dude. Guckt mal rein. Mega. Das heißt also, du hast ja seit ungefähr 2 Jahren, arbeitest du jetzt bereits daran. Wirst du das auch wieder im Eigenverlag veröffentlichen oder hast du da irgendeinen Verlag im Blick, der dir hilft? Mal gucken. Also ich habe noch keinen Verlag richtig ausgekaspert, aber
Ich finde ja so Kleinverlage total sympathisch. Also mein Lieblingsverlag ist ja wirklich Zwerchfell. Mhm. Da habe ich die erste Publikation im Jahr 1989 mir mal bei irgendeiner Gelegenheit auf einem Festival oder einer Schülerzeitungsveranstaltung gekauft und bin denen irgendwie auch immer wieder mal treu geblieben. Das wäre für mich sicherlich ein Ansprechpartner. Mal gucken, also so in der Größenordnung. Ist nichts, wo ich jetzt mit zu ERPA oder Carlsen gehen würde. Ja, und je nachdem, was man auch will. Also ich meine, die sind ja nur auch hier, also hier sind ja quasi alle deutschsprachigen Comicverlage anwesend, fast alle. Und hier wird ja auch 30 Jahre Zwerchfell gefeiert hier auf dem Comicsalon. Da gibt es auch eine Ausstellung, ist es, glaube ich. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, noch die Tage hier vorbeizukommen, dann tut das mal unbedingt. Je nachdem, wann wir das veröffentlichen, hört ihr das noch rechtzeitig. Mal schauen, wie schlau das gerade war. Ja, mega. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Was hast du denn jetzt hier noch die 4 Tage vor? Hast du noch irgendwelche Termine, die du einhalten musst? Signiertermine zum Beispiel? Genau. Oder irgendwelche Business-Meetings? Also direkt nach diesem Interview habe ich noch ein Interview. da geht es dann auch um meine gesammelten Arbeiten. Business-Termine eher nicht. Und ich bin auch nur 3 Tage hier, leider, weil ich dann am Sonntag schon früh nach Berlin fahren werde, weil ich aufs Guns N' Roses-Konzert gehe. Ja, scheiße. Ja, 80er Jahre, ich bleibe irgendwie der Epoche treu. Ja, ein auch nicht zu Unrecht beliebtes Jahrzehnt. Richtig. Ich hab gerne drin gelebt. Sascha, das ganze Gespräch hier läuft auch ein bisschen unter dem Punkt Eigenwerbung. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir unbedingt erwähnen sollten, der dir noch auf der Seele brennt? Eigenwerbung würde ich sagen, ja Leute, schaut mal in Ratten rein. Also ihr findet auf jeden Fall im Internet eine Leseprobe davon. Ich selber würde mich darüber freuen, wenn ihr mir ein Exemplar der Arche Noir abkaufen würdet. Das ist im Eigenverlag erschienen. Das ist sozusagen ein grafischer Groschenroman. Es geht um die Arche Noir. Und eine sexbesessene Gottesanbeterin soll die verschwundene Frau vom Einhorn wiederfinden. Erklärt ein bisschen, warum es keine Einhörner gibt und warum Drachen auch sehr schwer zu finden sind. Gern würde ich euch jetzt über die Geschichte erzählen können, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu lesen. Aber Sascha war so freundlich, mir hier noch eine kleine Zeichnung reinzumachen mit meinem Namen für die private Sammlung. Sascha, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Gerne, gerne. Ich wünsche dir noch... Ja, viel Erfolg auch mit Ratten vor allem. Dankeschön. Und würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder zusammensetzen können. Auf jeden Fall. Und dir, Andreas, erstmal danke fürs Interview und ganz viel Spaß hier auf dem Comic-Salon Erlangen. Merci beaucoup. Ciao. Tschüss. So, was willst du denn trinken? Bisongras oder Arehukas? Das eine ist Wodka, ne? Mhm. Also ich bin ja schon Wodka tierischer Wodka-Fan, muss ich sagen. Dann sollte man den trinken, weil der ist exzellent. Den kann man auch trinken ohne Kühlung. Ohne Kühlung. Was anderes bleibt uns ja auch nicht. Richtig, richtig. Also fangen die Interviews immer am besten an. Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Interview heute beim Comic-Salon. Wir haben uns mal rausgesetzt. Hier scheint die Sonne. Es ist mega warm. Es sind übelst viele Leute da. Und es macht hier uns schon jetzt mehr Spaß, als es viele schlechte Comics sonst so tun. War das eine Anmoderation? Keine Ahnung. Ja. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Hi, ich bin der Killi. Und ich bin der Felix. Hallo Killi und Felix. Ja. Wir trinken erstmal was zum Warmwerden. Ihr habt nämlich Alkohol mitgebracht, das ist Volltreffer. Ja, die gibt es auch immer an unserem Stand, wenn wir dann später rumsitzen im Zelt. Wird immer Schnaps ausgeschenkt für alle, die kommen wollen und einen Schnäpschen mit uns trinken wollen. Wo findet man euch? Vielleicht kriegen wir das die Tage noch online. Mal gucken. Halle C. Halle C, ja. Stand 102. Stand der Comic Solidarity. Zubi. Ja. Quasi ja, Nachbarn. Cheers. Ja, Prost. Danke, danke, danke. Ah. Mhm. Köstlich. Ich habe gehört, ihr macht da was in diesem Internet. Ja. Und es hat mit Comics zu tun. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus Internet und Comic. Man spricht dann häufig von sogenannten Webcomics. Was erwartet uns denn da? Vielleicht andersrum, wir fangen mal ganz beim Urschleim ein. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich so? Seit wann zeichnet ihr schon? Oder schreibt oder was auch immer? Willst du? Okay, also ich, der Kili, bin Illustrator und Grafikdesigner und sowas und bin jetzt seit 2010 selbstständig. Ja, schon ein bisschen länger, aber offiziell seit 2010. Und seitdem machen wir auch unser Webcomic. Und jetzt kommt erstmal Felix mit seiner Einführung, bevor wir über das Comic reden. Oh ja, ich bin der Felix. Ich bin eigentlich ein Webdesigner und Programmierer und mache mit Kili zusammen dieses besagte Webcomic. Ulala. Ja, und wir, also zum groben Rahmen, wir veröffentlichen, wenn alles gut läuft und wir nicht gerade auf irgendwelchen Festivals rumtorkeln, 2 Episoden die Woche. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur so 3 Panels, sondern richtig
lange Episoden und mit einer fortlaufenden Story. Also wir reden hier von teilweise DIN A4-Formaten oder auch noch länger, wirklich lange Banner. Da muss man richtig lang scrollen und richtig viel lesen, weil wir uns einfach manchmal nicht zurückhalten können. Okay. Und immer noch was dran muss an die Episode und immer noch ein Gag mehr rein muss. Mhm. Genau. Bevor wir gleich überhaupt auch mal den Namen vom Projekt nennen, der noch nicht gefallen ist zum jetzigen Zeitpunkt, sollten wir vielleicht mal kurz klären, woher ihr beide euch eigentlich kennt und ob Schnaps dabei eine Rolle gespielt hat. Also, dass der Name noch nicht gefallen ist, daran merkt man halt, dass wir Profis sind. Ja, wir kennen uns... Sag mal, aus Schultagen mal einfach. Ja. Ja, über... Ecken, ich, genau genommen war mein Bruder mit ihm in einer Klasse gewesen damals. Genau. Und eigentlich waren die befreundet und dann irgendwann... Ich bin dann immer an Kilis Zimmer vorbeigelaufen, hab so reingelunzt und er saß dann irgendwo in der Ecke, hat gezeichnet. Okay. Und irgendwann habe ich auch mal weiter reingeschaut und haben wir uns auch mal unterhalten. Also ein junger Mann, der im Dunkeln saß. Genau. Das ist ganz so interessant, da wolltest du mal genau hingucken. Genau. Sehr gut. Ja. Und dann hingen wir jahrelang miteinander rum und haben irgendwie darüber geredet, was man alles machen sollte. Unter anderem Videospiel. Mal ein Videospiel programmieren. Mhm. Und das haben wir dann auch angefangen. War dann aber so ein riesiges Epic Quest, dass wir das auf gar keinen Fall irgendwie hinbekommen hätten jemals. Und haben stattdessen halt einen Webcomic gemacht, weil man da immer so schön nach und nach halt einfach immer weitermachen kann und nicht alles auf einmal veröffentlichen muss. Ja. Und das lag euer Schwerpunkt beim Geschichtenerzählen jetzt weniger beim Programmieren, schätze ja. ich. Mhm. Ja. Ja, wobei Programmieren schon auch ein wichtiger Punkt ist für uns, für das Comic, da nämlich immer wieder so Special-Episoden kommen, die dann der Felix, da packt er seine ganze Magie aus, die er in den Ärmeln hat und macht dann sicken Shit und Sachen verändern sich und sag du was. Sachen verändern sich. Ja, beim Scrollen zum Beispiel. Pennies fliegen durch die Gegend und ja, Sachen das sind, animiert. Sind dann halt vor allem Episoden, wo irgendwie Magie gewirkt wird oder wo einfach was Verrücktes passiert, irgendein, ich sag mal, irgendein Ritual. Also oder sowas. Auf jeden Fall mit den Möglichkeiten, die dieses Neuland bietet. Das heißt also, da gibt's jetzt diesen Moment, wo wir mal sagen, von was wir eigentlich sprechen. Oh ja. Wie heißt denn euer Projekt und wo kann ich das finden? Achtung, jetzt kommt's. Tale of Fiction. Tale of Fiction, wir sind nämlich dummerweise englischsprachig und damit halt auch international zugänglich. Und zu finden sind wir auf taleoffiction.com. Und das ist mittlerweile ein ziemliches Mammutwerk, nämlich seit 2010, wie gesagt. Wir haben jetzt bestimmt über 600 Episoden mittlerweile und es ist eine fortlaufende, große Geschichte, die als kein Ende finden will. Aber erstmal ist es ein lustiger Spaß für Trophys. Also es geht... Da kennen wir ein paar. Ja. Ja. Also ist jetzt nichts für Kinder oder so. Auf keinen Fall für Kinder. Wir haben ein erwachsenes Publikum, es klingt ein bisschen fantasy-lastig, du hattest von Magie gesprochen, die sich auch auf dem Bildschirm dann bemerkbar macht. Mhm. Vielleicht kann man so ein paar Beispiele nennen. Worum geht es überhaupt? Gibt es gibt's Hauptfiguren, von denen wir sprechen können? Gibt es eine grobe Rahmenhandlung, von der wir sprechen können? Ja, also wir haben unsere beiden Hauptdudes erstmal, Harper und Sneaky, die zusammen in der WG wohnen am Anfang. Harper und Room, sorry. Und Sneaky ist so ein Monster, was am Hafen aufwacht, ohne Erinnerungen und dann irgendwie zu den beiden dazustößt. Die beiden sind eigentlich Zocker, Videospielfans, Comicfans und eigentlich eher so Geeks, Nerds, die aber auch gerne mal einen Truff machen und gerne mal irgendwie in überfeierten Partynächten alles vergessen, was sie jemals machen wollten und in riesigen Trouble geraten. Was dann natürlich auch relativ schnell passiert. Mhm. Und die ziehen da Sneaky so mit rein und geraten dann... die geraten dann in die großen Machtspiele der großen und mächtigen. Es gibt nämlich dieses Regime in diesem Land, Fictionaria, da spielt es ein Regime und die sind gegen Monster und für Menschen und auch gegen Magie natürlich, also alles was nicht, Menschen und naja, ist halt so ein typisches böses Regime, keine Ahnung, was soll man sagen, man kennt sie sehr gut, gerade aktuell wird unser Comic immer aktueller, was gerade so abgeht in der ganzen Welt und in Deutschland, das ist ziemlich witzig, also nicht witzig, überhaupt nicht witzig, aber man kennt das Problem und genau, unsere Helden sind eben gegen dieses Regime und gegen die Gesetze, die verabschieden und werden halt immer wieder von denen gejagt und ja, müssen halt einfach gucken, dass sie halt irgendwie außerhalb von denen ihren langen Fingern bleiben. Habe ich auch richtig verstanden, dass also quasi ein Comic, der im Grunde nach jetzt nicht in der Fantasy-Welt spielt, sondern
eher einer echten Welt und Aspekte damit bringt? Oder? Auf jeden Fall Fantasy-Welt, aber Aspekte erkennt man aus der echten Welt wieder. Mhm. Genau. So. Es kommen viele Referenzen vor, die früher oder später noch erklärt werden vielleicht. Wir müssen die kurz nebenbei noch mal kurz heben. Oh ja. Schnapslastig. Ach, ich mag die Jungs. Prost. Tschüss. War das denn von Anfang an geplant, so einen auch tagesaktuellen Bezug dabei zu haben und vielleicht auch diese politischen Sachen mit hineinspielen zu lassen? Nein, auf keinen Fall. Ach, oder? Schon ein bisschen. Ja? Also, ja, für mich war das schon immer so ein bisschen so dieses Thema halt mit den Monstern und dem monsterhassenden Regime. Ja, halt irgendwie so, die grenzen halt Außenseiter aus und wollen halt nur so den Mainstream. Ja, es ist jetzt nicht direkt politisch, aber ja, so ein bisschen, ja, hat es schon immer so ein bisschen mitgeschwungen. Keine Ahnung, ist Star Wars politisch? Ist, keine Ahnung, überall, wo ein Regime vorkommt und andere Rassen und Völker unterdrückt, keine Ahnung. Wir machen nichts anderes. Aber es ist halt erstmal so die große Rahmenhandlung, aber die wird natürlich immer wichtiger im Laufe der Geschichte. Und jetzt nach 8 Jahren Laufzeit, haben wir schon einige Themen abgedeckt und angesprochen. 8 Jahre Laufzeit, das ist ja äußerst bemerkenswert, glaube ich, für ein deutschsprachiges Projekt. 2010 angefangen. Ja. Okay. 1.1.2010. Ja. Leider muss ich sagen, ich habe natürlich noch nicht die Gelegenheit gehabt, mir das jetzt genauer anzuschauen. Aber wenn ihr das selber jetzt so ein bisschen auch beurteilen müsst, 8 Jahre, da passiert ja viel, da verändert sich nicht nur so eine Geschichte, da verändert man sich selbst auch ein bisschen und hat vielleicht so ein bisschen auch eine Entwicklung, die man durchmacht. Könnt ihr sagen, dass ihr sowas hattet und wenn ja, wie sah die aus? Definitiv. Wir sind auf jeden Fall erwachsener geworden. Also wenn ich mir den Humor ganz am Anfang anschaue, dann ist er doch, also er ist immer noch witzig, aber er ist halt schon sehr, keine Ahnung, also ja, ein sehr männlicher, jugendlicher Humor, halt irgendwie mit viel Sexhumor und viel Alkoholmissbrauch und so Sachen, was jetzt immer noch vorkommt, aber jetzt ist alles irgendwie sehr viel reflektierter, habe ich das Gefühl. Ja, also wir haben uns da auf jeden Fall weiterentwickelt. Natürlich auch, was den Zeichenstil angeht. Ja. Also der Kili hat am Anfang alles mit einem Stift in so ein Heftchen gezeichnet und hat das irgendwie im Zug, während er durch Russland gefahren ist, gemacht und alles war irgendwie verwackelt und dann hat er es mit dem Handy einfotografiert, mir geschickt und ich habe das dann irgendwie am Computer zusammengebaut. Ja, inzwischen machen wir das natürlich alles am Tablet und... Also er hat von analog auf digital gewechselt? Ja, also genau. Das waren nur so die ersten vielleicht, ich weiß nicht, 20 Episoden oder so oder 30. Ja, es waren schon die ersten 3 Chapter tatsächlich. Echt? Wie viele Chaptern sind wir jetzt insgesamt aktuell? 35? Ja, 34. Mhm. Über 8 Jahre, ihr habt gemeint 2 A4-Seiten pro Woche. Gern noch länger. Die ersten paar Jahre haben wir auch immer 3 Episoden gehabt, da war es noch mehr gewesen. Darum. Ja. Ja. Aber es gibt so jedes Jahr so so eine Sommer... Pause, in der wir jetzt gerade sind und auch schon mal gerne eine Winterpause. Ja, also inzwischen geht das natürlich jetzt nicht mehr so regelmäßig. Das heißt, ihr macht das quasi als Hobby nebenbei und lebt dann nicht in einer Form von... Ja, komplett nur Hobby. Wir verdienen keinen Cent damit. Ja. Außer wenn wir hier jetzt unsere Papers und Feuerzeuge verkaufen, dann kriegen wir vielleicht wieder ein paar Euro rein. Aber es ist alles komplett nur Fun und Hobby und wir werfen nur Geld hinterher und ja, wir haben Bock drauf. Ja. Wie sieht es denn aus mit Resonanz? Also es gibt ja nun auch häufig Rezensionen von diversen Comics. Gibt es denn irgendwie jetzt schon großartig Rezensionen eurer Comics oder generell, was sagt die Community? Gibt es da so ein bisschen ein Feedback vielleicht oder macht ihr mehr so euer Ding und hofft, dass es irgendwer liest? Der gibt aber kein Feedback. Wie ist da so der Stand? Ja, also was das Marketing angeht, sind wir wahrscheinlich... Was für ein Marketing? Aufbau. Ja, im Aufbau, ja, in der Planung, genau. Allerdings, wir haben ab und zu mal ein paar Aktionen gemacht, wo wir das Comic mal auf irgendwelchen Plattformen veröffentlicht haben oder in irgendwelchen Datenbanken eingestellt haben. Und da kam dann tatsächlich hier und da mal auf einmal eine Welle und wir haben jetzt inzwischen mehr Leser aus den USA als aus Deutschland, von denen wir irgendwie keinen einzigen kennen. Und wir haben halt keine riesige Leserschaft, aber man hat so das Gefühl, also wenn man den Auswertungen der Webseite vertrauen darf, dass die Leute, die das irgendwie seit Jahren lesen, halt auch wirklich alle dabei bleiben. Also in Stammleserschaft hat genau. Sich etabliert dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die lesen halt auch eher dann alle paar Monate mal irgendwie alles nach, alle Episoden, die halt dann zwischendrin rauskamen und lesen halt nicht unbedingt jeden Montag und jeden Donnerstag, was neu kommt. Vermuten wir, weil man kann es nicht so richtig abschätzen, aber es gibt, ja, kommentieren auch gern mal so die
gleichen Namen sieht man immer wieder, also irgendwie was witzig finden. Also man hat schon das Gefühl, dass es klein, aber fein ist, unsere Fanschaft. Aber tatsächlich würde ich mir mehr Resonanz wünschen. Also, ja, wir haben wenig Resonanz. Wenn das jemand hier hört und dann liest und dann darf er gerne Kommentare hinterlassen und wir antworten dann auch. Also dieses Amazon-Problem oder Ebay-Problem, alle die Leute bewerten nur, wenn sie es nicht mögen. Ja. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen inhaltlich was anteasen, was uns erwartet, wie so gerade der aktuelle Sachstand ist und vielleicht wie, eben, wie so der Arc oder die Story sich entwickelt? Mhm. Ja. Ja, also keine Ahnung, wir sind mittlerweile jetzt vielleicht so im dritten großen Story-Arc oder sowas oder im vierten, schwer zu sagen, es fließt immer so ein bisschen weiter. Jetzt irgendwas zu sagen, was aktuell los ist, wäre halt gerade irgendwie massiv spoilerig, wenn man halt noch nichts kennt. Mhm. Aber man kann sagen, es wird immer größer und ernsthafter. Ich vergleiche es ja immer gerne so ein bisschen mit Avatar The Last Airbender. Mhm. Nicht der Film, sondern die Serie. Ja. Denn da ist der Anfang immer so ein bisschen, man denkt so, ha, Kinderserie, nett, lustig, die machen so ihren Spaß. Und dann auf einmal ist es halt der größte, epischste Shit, den man sich vorstellen kann. Und Herr der Ringe kann einpacken, wenn einfach die Fire Nation ausrückt und der Fire Lord einfach ganze Länder niederbrennt irgendwie. Und so ist es vielleicht bei uns auch ein bisschen, weil am Anfang ist es klein und witzig und so eine persönliche Geschichte von drei Trophys, die irgendwie vor so einem Regime wegrennen. Und mittlerweile sind wir einfach halt in einem riesigen drei Länder oder drei Fraktionen umspannenden Konflikt, der das ganze Land übergreift und irgendwie passiert halt überall wahnsinniger Shit. Und magische Wesen von Äonen, von Jahren alt irgendwie kommen vor und unsterbliche Magier und keine Ahnung, das ist ziemlich absurd und over the top. Aber ja, wie gesagt, wir machen vor allem Spaß. Wir machen vor allem eine gute Zeit und nicht irgendwie, es ist auch manchmal deep und ernsthaft, aber es ist eher immer so ein bisschen angedeutet als wirklich das Hauptthema. Wir wollen Spaß machen. Wir haben uns auch über die letzten 10 Jahre halt immer einen Spaß draus gemacht, dauernd neue Charaktere einzuführen. es kommen dauernd irgendwelche neuen Monster, mit denen man eigentlich dann gerne auch mal irgendwann mal weitermachen würde. Ja. Müssen wir mal schauen. Wir haben auch schon viele Ideen, wie wir alles wieder reinfüllen können und so. Das wäre auch so ein bisschen meine Frage, wie es dann weitergehen soll. Wenn ihr seit 8 Jahren bereits am Ball seid, dann heißt es ja auch, dass es quasi als Ongoing sich etabliert hat, also als voranschreitende Serie. Ist ein Ende in Sicht, die vielleicht durch ein Spin-off dann wieder erweitert wird, oder ist es erstmal kein Ende in Sicht? Wie sieht es aus? Ja. Das Ende ist in Sicht. Ja. So der Weg dahin ist dauernd nochmal, macht dauernd Schleifen und Umwege und ist sehr verschlungen. Aber ja, irgendwann hatten wir, glaube ich, mal gesagt, dass wir ungefähr vielleicht so die Hälfte schon haben. Ja. Also, ja. Wer weiß. Also. Will man sich natürlich auch nicht so festlegen. Nein, auf keinen Fall. Nee. Ich meine, wir haben schon einen groben Plan, wie das alles mal wieder irgendwie wieder zusammengeführt wird, was wir da jetzt aufgedröselt haben. Aber ja, es steht noch in den Sternen, wie viele weitere Ideen dann noch dazukommen, die dann halt irgendwann mal wieder für neue Arcs sorgen werden. Ja. Und so. Aber wir wissen schon, dass es ein Ende gibt und wie es enden wird. Und die großen Stationen dazwischen wissen wir, nur die Stationen zwischen den Stationen, die werden immer noch neu entwickelt, wenn wir uns da wieder zusammensetzen. Gibt's denn, das scheint mir so euer Hauptprojekt zu sein, gibt es denn noch weitere Projekte, die ihr noch parallel betreibt oder auch vielleicht vergangene oder zukünftige, die ihr, erwähnen könnt? Nicht im Comic-Rahmen. Ja. Also ich mache halt immer wieder verschiedene Comic-Projekte, kleinere, mit meinem Bruder vor allem, dem Lukas Wilde hauptsächlich. Mhm. Aber jetzt nichts, was jetzt gerade aktuell irgendwie wäre. Also, keine Ahnung, in Shazam sind wir ab und zu mal drin. Okay. Kann ich eigentlich gerade nichts Sinnvolles sagen. Alles alt oder rum oder irgendwie schon gedruckt. Mega, also gerade Shazam kennen wir natürlich auch, was der Adrian von Bauer da macht, ist natürlich eine großartige Anthologie, die auf jeden Fall ein Blick wert ist, aus tausenden Gründen. Macht es einfach mal. Gerade eine neue Band, ist sehr zu empfehlen, ganz das ist quadratisch, aktuell. Da gibt es ganz neue Layout. Schon wieder ein neues Format. Ja. vielleicht nochmal eine Frage, wo wir so ein bisschen auch aus diesem Nerdy-Bereich kommen, wo so ein bisschen auch eine gewisse Technikaffinität mitschwingt. Wer von euch ist denn für die technische Umsetzung vom Webcomic zuständig? Das bin ich. Ja. Und mit was arbeitest du da? Wie hast du das aufgesetzt? Vielleicht kannst du da so ein paar Punkte nennen, einfach wie du das machst. Und vor allem auch gerade ganz aktuell, ist die Seite denn schon datenschutzgrundverordnungskonform? Ja, da ich ja in einer Webagentur arbeite, habe ich mich damit seit Monaten mit nichts anderem mehr beschäftigt und deshalb ist auch unsere Seite jetzt datenschutzkonform. Also hoffe ich zumindest. Sehr gut. das Ganze ist basiert auf einem WordPress-System, an dem ich immer weiter rumdoktore und ja, ich halte auch heute, gut, es wird jetzt hier alles zu spät sein mit dem Podcast, aber ich halte heute auch einen Vortrag darüber, wie man das alles macht. Also wie kommen die technische die Umsetzung. Web, hieß der, glaube ich, oder? Das ist noch einer davor.
bei mir geht es dann wirklich um die technische Umsetzung. Also wie setze ich eine Datenbank auf? Was muss ich überhaupt bei einem Hoster machen, damit ich überhaupt mal irgendwann einen WordPress-Webcomic-Blog haben kann? Das klingt sehr interessant. Den hat die EveJ auch in unserer Pre-Show auch erwähnt gehabt, wie ich das kurz sage. Da schon mal vielen Dank. Ich würde sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne, die ja wirklich also fantastisch ist, Leute. Also Wahnsinn. Echt schade, dass es eine einmalige Aktion ist, fast ein bisschen. Ne? Also vermutlich werden wir es in der Form nächstes Jahr nicht mehr haben, sondern wieder in die renovierte Halle zurückgehen. Ach. Außer es passiert ganz zufällig irgendwas mit der Halle. Und es kommen aus dem Nichts neue Steuergelder. Ja. Jungs, ich danke euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Projekt. Jo, ja, danke schön. Vielen Dank fürs Interview und lest mal rein. Ist wirklich toll. Wo nochmal? Wo? Auf taleoffiction.com. Vielen Dank, ciao. 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 Wir sitzen erneut draußen, tanken ein bisschen Sonne, diesmal mit weniger Alkohol, aber nicht minder guter Laune. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin die Caro und ich frage mich gerade, warum haben wir eigentlich keinen Alkohol? Weil die Gäste beim letzten Mal den Alkohol selber mitgebracht haben. Ach, die waren cleverer. Okay, sehr gut. Ja, seit wann bist du eigentlich heute da? Der Comic-Salon ist heute losgegangen, der 18. internationale Comic-Salon Erlangen. Und ich glaube, du machst auch was mit diesen komischen Comics, ne? Ja, ich glaube auch. Ich bin eine von diesen Webcomic-Leuten, weißt du, die Sachen im Internet veröffentlichen und versuchen, da Geschichten zu erzählen, bevor sie das alles ins Print irgendwann bringen. Und ja, also was ich mache, mein Comic heißt Vom Anfang, das ist eine Fantasy-Geschichte, wo es um ein Mädchen geht, das in einen Götterkonflikt verwickelt wird mit viel Action und ein bisschen Drama-Rama und Comedy. Und es ist ein klassischer Fantasy-Offroad. Ein klassischer Fantasy-Offroad-Trip. Vielleicht sollten wir mal ganz zu Beginn erwähnen, wie der Comic überhaupt heißt. Der heißt Vom Anfang. Vom Anfang. Und du warst so nett, uns heute mal also auch gedruckte Fassungen davon mitzubringen. Das genau. Ist schon mal ganz interessant. Verlegst du das ins Eigenverlag oder hilft dir da jemand bei? Wie läuft das? Ich mache das komplett alleine. Also das ist, ich schreibe das selber, ich zeichne das und ich verlege es dann auch. Also ich druck das dann und reise auf viele verschiedene Messen, wie zum Beispiel den Comic Salon, und versuche es dann den Leuten anzudrehen und zu sagen, guck mal, es ist bunt und schön. Möchtest du es nicht mitnehmen? Und das Interessante an dem Buch ist, glaube ich, auch, also das sind jetzt 3 Stück, dass die Printversion immer ein bisschen weiter ist als der Webcomic tatsächlich. Also ich zeichne immer ein Buch im Frühjahr meistens und veröffentliche das erst dann danach im Web. Also momentan kann man den ersten und den zweiten schon lesen, online so frei verfügbar, und den dritten halt noch nicht. Das ist dann in einem Jahr so weit, dass er ganz online ist. Und in der Zeit zeichne ich dann einfach schon den vierten Band und sage dann wieder, guck mal, hier. 3 Bände, das klingt also auch nicht so wie als was du mal eben kurz gestartet hast. Das machst du schon länger, oder? Das mache ich schon länger. Der läuft jetzt seit 2016. Da ist der erste rausgekommen und das Konzept selber ist echt alt. Also ist auch tatsächlich nicht die erste Version, die ich davon hatte. Es gab da schon mal eine Version, die ich einfach angefangen habe zu zeichnen, so ins Blaue rein, so nach dem Prinzip, ich habe Lust, was zu machen und ohne mir viel Gedanken zu machen. Und nach 100 Seiten habe ich gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Und dann kam auch tatsächlich die eigentliche Geschichte, die ich jetzt erzähle, kam dann erst die Idee. Und damals habe ich dann gesagt, okay, ich breche das ab, ich lasse das erstmal ruhen. Das ist echt schon 10 Jahre her. Okay. Das ist also wirklich echt alt. Und ja, dann habe ich das überarbeitet im Studium damals noch und habe es liegen lassen, ganz lange in der Schubladenkiste, bis ich dann irgendwann meinte, 2016, wo ich dachte, oh, ich habe jetzt Bock, mal wieder einen eigenen Comic zu machen. Und dann war so, was mache ich denn? Ah, da gibt es auch noch so ein Konzept, was da schon lange rumliegt. Und dann habe ich wieder einfach angefangen. Diesmal aber mit, ich weiß, wo es hin soll. Und ich kenne das Ende. Und es ist nicht mehr so ins Blaue, wie es mal war. Erzähl uns mal, worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Es geht um Cosima. Das ist ein normales Mädchen. Vermeintlich mit einem, sie hat zwar ein paar magische Kräfte, sie kann telekinetische Sachen man kann rumfliegen lassen mit Telekinese, genau, was sie ein bisschen besonderer macht, was aber in dieser Welt noch nicht so speziell ist. So, und dann wird sie eines Tages von einem Fremden kontaktiert, der ihr was von der alten Prophezeiung erzählt, über eben, dass sich 2 Götter immer wieder in die Haare kriegen. Und in der Prophezeiung spielt sie eine wesentliche Rolle. Was ihr überhaupt nicht passt, sie hat auch tatsächlich überhaupt keinen Bock drauf. Also es ist nicht dieses, komm, renn mal los. Und ihre Antwort ist eigentlich, nee, mach mal einen Scheiß allein. Und dabei bleibt sie sehr lange dabei. Aber
die anderen Fraktionen, die es da noch gibt, sagen, ist uns egal. Ich blätter hier gerade auch so ein bisschen in dem ersten Band. Du hast uns jetzt hier alle dreimal mitgebracht. Da bin ich gerade mal ganz dreist am Rumblättern. Und es beginnt so ein bisschen in der echten Welt, oder? Ja. Im Bus sehe ich hier ihr Zimmer oder genau. So, habe ich gerade gesehen. Das ist ursprünglich auch tatsächlich so in einer uns ähnlichen Welt. Also es ist nicht die Erde. Ich habe das aber nie genau definiert, wo das eigentlich ist. Aber es ist eine uns ähnliche Welt. Mit Handys, mit Fernsehen und es kommen auch popkulturelle Referenzen. Also da sind auch manchmal, also ich habe irgendwo einen TARDIS-Witz drin gehabt und sowas. Ja. Also es ist unsere Welt nur ein bisschen anders. Ich habe schon wieder aufgeklopft. Ja, das gehört auch zum Live-Feeling dazu. Genau. Und dann aber ab Ende von Band 1 wechselt es dann rüber in die richtige Fantasy-Welt. Okay. Das war ein Bruch, den du bewusst gemacht hast, weil da die Geschichte so weit war? Genau. Oder weil das, woran lag das? Die Geschichte hat sich so entwickelt, ne? Das heißt also, es war auch eigentlich geplant. Das war geplant, genau. Ja. Das ist einfach ein, ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilern, warum das so ist. Das ist schwierig, aber das ist tatsächlich in der Geschichte verankert, warum es da diesen Bruch gibt. Und genau. Ab dann auf einmal Drachen rumfliegen und andere blaue Fischmenschen gestalten und so. Aber das kann ich nicht erzählen. Sonst muss es keiner mehr lesen. Und dein schwierig. Konzept ist, dass man das, wie gesagt, vorab eben von dir käuflich in dieser gedruckten Fassung erwerben kann. Ja. Und dann gibt es das später im Anschluss irgendwo online. Wo veröffentlichst du das denn? Also ich veröffentliche das auf meiner eigenen Webseite. Das ist www.vom-anfang.de. Da ist die deutsche Version. Ansonsten spiegle ich das doch auch auf animex.de, da haben die ja so eine schöne Serie. Und es gibt noch auf Tappers und auf Webtoons, das sind ja zwei sehr große englischsprachige Webcomic-Formate, da gibt es auch nochmal eine Version. Die heißt dann The Origin Story, das ist umbenannt dann einfach, weil es am Englischen war, und da läuft das dann auf Englisch. Okay, alles klar. Auch für den größeren Markt, der da ist. Genau. Die Comics hier sind aber auf Deutsch, also ich würde gern irgendwann mal auch noch eine englische Fassung machen. Ja. Aber im Moment noch nicht. Ist doch noch kein Bedarf oder keine Notwendigkeit. Das heißt also auch diese Online-Zugänge, also die Online-Version davon ist kostenfrei. Die ist komplett kostenfrei, ja. Super, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Wie immer habt ihr in den Shownotes noch alle Links, die ihr braucht. Speziell eben jetzt zur Seite von Caro, eben auch zur Seite vom Projekt. Und natürlich eben auch zu allen Social-Media-Accounts, die es da entsprechend gibt. Wir haben jetzt also drei Bände. Von was für einem Umfang reden wir denn da? Drei Bände, das ist ja erstmal ein definiertes. Also wir reden von einem Umfang von 6 bis 7 Bänden. Am Anfang dachte ich, es sind 5. Also auf das ausgelegt ist die Geschichte, meinst du? Genau, okay. Und also die Bände jeweils, die haben jetzt immer so knapp 80 Seiten Geschichte, plus noch so 10 Seiten hinten, wo ein bisschen Bonusmaterial drin ist, ein Cartoon oder so, der auch tatsächlich nicht in der Webversion ist, damit man noch einen kleinen Kaufanreiz für die Printversion hat. Und also vom Umfang, die kommenden werden auch immer so die 80 Seiten haben, also sind das nochmal 160, 240, ja nochmal 300 Seiten mehr. Okay. Sind am Ende irgendwo so 600 Seiten, glaube ich. Wo kann man die eigentlich erwerben? Ist das auch im Quimby-Shop? Quimby hat die, ja, die ersten zwei, und demnächst kommen die auch im Freibeuter-Shop, so wird die auch mit haben. Und ansonsten direkt auf meiner Webseite vom Anfang, das auf mein eigener Shop verlinkt, und dann kriege ich meine die auch. Oder halt, wenn man mich auf einer Messe trifft, dann habe ich die in der Regel dabei. Also das wievielte Mal bist du jetzt hier schon auf dem Comic-Salon? Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal gewesen. Genau. Also 2016 war ich zum ersten Mal hier, wo ich auch diese Serie gestartet habe. Also die hatte da ihr Release quasi. Und die Bände erscheinen auch immer im Wechsel mit dem Comic-Festival München und dem Comic-Salon Erlangen. Da ist immer Termin für den Folgeband. Was uns als quasi Nerds immer auch so ein bisschen interessiert, ist diese Frage mit der technischen Umsetzung. Machst du das alles selbst oder hast du jemanden, der dir da hilft? Ich mache das alles komplett selbst. Alles komplett selbst. Komplett. Also so vom Scriptwriting und über Zeichnen und auch Druckvorbereitung. Und das mache ich alles komplett selbst. Die einzige Hilfe, die ich habe, ist für die englische Variante. Da habe ich einen Übersetzer, der über die Texte rübergeht und das wesentlich besser kann als ich. Wer ist das? Kennen wir den? Das ist ein Kumpel von mir. Okay. So. Okay. Der da aus Lust und Laune einfach angefangen hat, wo ich mich am Anfang selber noch abgebrochen habe. Und hallo Martin, wenn du das hörst, vielen Dank. Ich bin dir sehr dankbar. Und dann war das so, ja, wenn du da Bock hast, das zu machen, dann mach das doch. Und er so, ja, cool. Und ja, wir haben dann immer den Deal so, er kriegt dann das Buch umsonst. Er muss das natürlich nicht bei mir kaufen, als kleines Dankeschön. Und so.
Bei unserem Gespräch soll es ja auch ein bisschen, ich sag immer, um Eigenwerbung gehen. Ja. Also gibt es denn irgendwelche Sachen, die du, vielleicht noch Projekte, die weitere Projekte, die parallel laufen oder die in der Vergangenheit liegen und schon abgeschlossen sind? Oder gibt es irgendwelche Aufträge, die du zum Beispiel auch machst? Also könnte ich zum Beispiel bei dir mein neues Podcast-Logo erstellen lassen? Das könnte man in jedem Fall. Also ich bin selber Freelancerin im 2D-Bereich. Also ich mache Illustrationen, Comic, vor allen Dingen für den Bereich also Werbung. Ich mache viel Maskottchen-Design, Sympathiefiguren und Erklärvideos. Also diese lustigen YouTube-Videos, wo einem gesagt wird, da kannst du mit einer Kreditkarte bezahlen, ja, wie das funktioniert. Und Logo-Design ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptaugenmerk, aber wenn es illustrativ irgendwie ist, dann ja. Super. So. Das geht. Und da kann man mich auch, wieder Eigenwerbung, das ist dann www.caroline-reich.de, was mein Name ist. Ich bin nicht nur Caro. Und da findet man auch meine restlichen Arbeiten. Ja, super. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg mit vom Anfang und würde mich freuen, wenn wir uns dann spätestens zum Abschluss der Reihe nochmal zusammensetzen können. Ja, absolut. Total gerne. Vielen Dank. Bedanke ich mich auch für deine Zeit und viel Spaß noch. Ciao. Nun sitzen wir wieder draußen in diesem Park, der sich irgendwie als beste Interview-Location etabliert hat. Vor allem bedient er einfach auch das beste Wetter ringsrum. Und ich habe jemanden neben mir sitzen, der ist nicht nur, wie ich rausbekommen habe im Rahmen meiner Recherche, ein Podcast-Kollege, sondern er ist auch Comic-Fan. Hi, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Hennes Bender und wer bist du? Ach, hast du schon gesagt. Hallo. Hallo Andi, hi. Schön hier draußen, schön, dass wir aus diesem Zelt, wo sich ja langsam so die Luft staut, hier mal in diesen wunderbaren Schlosspark in Erlangen mal gegangen sind. Du hast mich quasi ein bisschen gerettet hier. Ein bisschen entführt, rausgezogen, ja, aus der, ja, großen Halle. Ja. Und ja, erzähl mal, wie war denn die Anfahrt? Bist du schon länger hier? Ich bin gestern gekommen, ich bin mit dem Zug gekommen. Das war alles sehr, sehr entspannt und habe Übernachtung gehabt. Gestern gab es ein gemeinsames Grillen mit vielen Comiczeichnern und heute bin ich dann so gegen Mittag in die Halle getrudelt, um mich erstmal so ein bisschen zu akklimatisieren, was Klimatisieren bei diesen Temperaturen natürlich besonders wichtig ist. Und hatte jetzt gerade ein Interview und hatte gerade eine Autogrammstunde und habe jetzt das Interview mit dir. Und danach habe ich ein paar Stunden frei, ein bisschen off, werde was essen, werde wahrscheinlich noch ins Hotel gehen, duschen. Interessiert das die Leute überhaupt, was ich nachher mache? Auf jeden Fall habe ich nachher, gibt es nachher noch, und das ist der eigentliche Grund, nicht der eigentliche Grund, aber einer der Hauptgründe, warum ich hier bin, ist, dass ich beim Comic Talk mit dabei bin, im 50-50 mit Hella von Sinn. Da freue ich mich schon drauf, habe auch gerade erfahren, dass du dabei bist, gleich doppelter Grund dahin zu gehen. Ja. Das wirklich wird toll. Schön. Und ist ja auch Zeichen dafür, dass du definitiv Comic-Fan bist. Das war auch mein Eindruck, als wir uns schon mal, wir haben uns schon mal getroffen, nämlich in Bensheim auf der Luxor Fantastik. Genau, genau, da bei diesem Flohmarkt. Genau. Genau, ja. Und da war ich zum ersten Mal im Luxor. Ich habe halt von vielen Freunden von der Garnison, also ich bin auch Ehrenmitglied bei der 501st, bei den Cosplayern, den Star Wars Cosplayern, die ja ihre Stormtrooper-Kostüme, also alles, was mit dem Imperium zu tun hat, nicht mit dem Rebellen, sondern mit dem Imperium. Und die legen ja sehr viel Wert darauf, dass die Kostüme auch filmakkurat sind. Und die haben mir halt gesagt, fahr mal nach Bensheim, da ist ein Star Wars Kino. Und dann war ich gerade in der Nähe und habe gesagt, ich fahr mal da vorbei. Und da war gerade dieser Flohmarkt, davon wusste ich gar nichts. Ach so. Und bin dann in dich reingerannt und habe dich in deinem Batman-Anzug gesehen und habe gesagt, wir müssen unbedingt ein Foto machen, wir beide. Und dann schließt sich jetzt der Kreis quasi dadurch. Und du als Comic-Fan, was hast du denn zuletzt für einen Comic gelesen? Ich habe ganz viele Comics lesen müssen für die Vorbereitung des Comic Talks. Okay. Und da haben die mir von Panini oder von, war es Panini oder was, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es waren nicht nur Panini-Comics dabei, sondern es waren auch viele Sachen dabei von Splitter. Mhm. Davon hat mir besonders gut gefallen Black Hammer. Ja. Black Hammer ist wirklich absolut fantastisch. Dann ist, glaube ich, auch von Splitter die Adoption, kann das sein? Ich glaube, mit so einem Mädchen vorne drauf. Ja, mit zweibändiges Ding, in Aquarellfarben gehalten. Man hat wirklich das Gefühl, man liest einen Pixar-Film in wunderbaren Aquarellfarben. Es ist unheimlich berührend. Es ist keine Action, es ist wirklich eine Graphic Novel. Und viele Sachen, die ich nur quer gelesen habe, viele Sachen, die ich auch, wo ich richtig mich abends auch ins Bett gelegt habe und die richtig schön zelebriert habe. Das sind die Comics, auf die ich mich vorbereitet habe, also die ich gelesen habe zur Vorbereitung für den Comic Talk. Dann habe ich aber gerade eben den neuen Retro-Comic von Ehapa von Disney, ja, in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Die machen Kaffee Zumbo, wo die ganzen Disney-Figuren zu Zombies wären. Und dann gab es wie Mickey Mouse Mini trifft und diese Sachen. Und ja, wie soll man das erklären? Die sind so gezeichnet, als wären sie
aus der Vergangenheit, also wirklich, also als wären das Vintage-Comics, sind auch teilweise so gedruckt, teilweise sogar auf richtig anmutenden Vintage-Papier und wirken teilweise, als wären sie auf irgendwelchen Flohmärkten gefunden worden und da fehlt mal eine Seite oder ist ein Panel ist abgerissen oder ist ein Kaffeefleck drauf. Also sie sind unheimlich liebevoll, retromäßig gemacht und sind wahnsinnig toll gezeichnet und die Storys sind toll. Und dieser neue ist wie ein Steampunk-Ding und sieht, also die Farben kommen dir entgegen. Das ist unglaublich. Also ich sag das jetzt nicht nur, weil ich mit Egmont halt auch Verbindung habe, sondern auch, weil ich Mickey Mouse-Fan bin und weil ich Disney-Fan bin, aber weil die wirklich, wirklich toll sind. Kosten halt eine Ecke, aber sind den Preis definitiv wert. Ich war gerade im Zwerchfell-Vortrag, da hieß es auch, Comics dürfen mehr kosten, wenn sie gut verarbeitet sind. Und das scheinen sie ja zu sein, so wie sie bisher. Ja. Das ist natürlich eine andere Zielgruppe als jetzt zum Beispiel als das Mickey Mouse Heft und als die lustigen Taschenbücher. Der Egmont Verlag hat ja das Experiment gewagt. Muss man auch gutheißen, wenn ein Verlag von der Größe auch noch was wagt. Den ersten Asterix, den ich übersetzt habe, die Tour de Ruhr, auch als Softcover zu machen. Wo ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass das auch weitergehen könnte, dass das wie so eine Special Edition ist in einer Auflage von, glaube ich, 30.000, 40.000 oder so. Und der ist relativ schnell weggegangen, weil er natürlich auch günstiger war und weil viele gesagt haben, Asterix-Hefte sind für sie halt Softcovers. Mhm. Sie wollen halt ein Softcover haben. Und jetzt bei dem neuen, den gibt es leider nicht mehr als Softcover. Aber egal, man kann nicht alles kontrollieren. Du hast es jetzt schon angesprochen. Du bist also nicht nur Comic-Fan. Geschickt eingefädelt. Ist gut, wenn die Überleitung wirklich macht. Also ist ja nicht so, dass ich nicht mal meinen eigenen Podcast habe, dass ich das nicht schon kennen würde. Das können wir gerne mal einschieben. Das meinte ich vorhin mit Kollege. Vielleicht mach mal Name-Dropping. Was haben wir denn da? Wie heißt der Podcast? Wo finden wir ihn? Der Podcast heißt Streter Bender Streberch. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ist ein Nerd-Podcast mit mir, Hennes Bender, mit Gary Streberch und mit Thorsten Streter. Wir reden einmal im Monat, so wie die Zeit finden. Über die neuesten Filme, über die neuesten Videospiele, über die neuesten Fernsehserien, über das, was uns so als Berufsnerds so bewegt und passiert ist. Und das macht sehr viel Spaß. Wir machen das summa summarum einmal im Monat, unregelmäßig, weil, wie gesagt, Thorsten ist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs. Läuft das Ding? Er guckt sein Mikrofon gerade so ein bisschen skeptisch an. Und wir sind beide viel unterwegs und deswegen ist es manchmal logistisch schwierig, dass wir zusammenfinden. Aber so wie es aussieht, machen wir morgen wieder ein. Weil ich habe gesagt, wir müssen unbedingt folgende Filme gesehen haben, wir müssen Infinity War gesehen haben, wir müssen Solo gesehen haben, wir müssen Deadpool 2 gesehen haben und neulich waren wir wieder zum Beispiel mal zusammen im Kino, zu dritt. Wohnt ihr alle zusammen? Wir wohnen in einer WG. In einer WG. Nein, wir wohnen schon sehr nah beieinander, aber wir haben getrennte Schlafzimmer. Und wir waren tatsächlich in Rampage. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur wirklich sagen, schlechte Filme mit guten Freunden gucken. Rampage ist jetzt kein schlechter Film so an sich, aber es ist einfach ein doofer Videospielfilm, der aber dank The Rock einfach sehr, sehr viel Spaß macht, muss man wirklich sagen. Und das ist einfach ein Podcast, den machen wir jetzt zum 46., 47. Mal. Wir gehen schnurgerade auf die 50 zu. Wir haben dieses Jahr sogar auch zwei Live-Termine, wo wir vor Publikum das machen. Und es sind halt viele schöne Kontakte entstanden dadurch. Es sind viele Kontakte entstanden, zum Beispiel auch mit den Rocket Beans, mit Kino Plus. Und dadurch sind halt so Klassenfahrten entstanden, wie zum Beispiel zu Suicide Squad nach London. Und wir haben das Vergnügen gehabt, Will Smith zu interviewen. Und dieses Jahr haben wir Steven Spielberg interviewt für Ready Player One. Und das ist natürlich so ein Moment in ich will nicht mal sagen in deiner Karriere, sondern in deinem Leben, wo du sagst, so jetzt kannst du eigentlich auch aufhören. das war verdammt, verdammt groß. Ja, die Jungs von Kino Plus, ich habe es auch verfolgt, sind da natürlich hin und weg gewesen, weil es, glaube ich, ein emotionaler Moment auch einfach ist. Emotional für uns alle. Wir haben am Abend vorher noch zusammengesessen, auch Steven Gatchen war ja auch dabei, der nun wirklich am roten Teppich steht bei den Oscars, der wirklich viele Interviews gemacht hat. Der hat auch Steven Spielberg auch schon selber interviewt. Und er sagte, Leute, das ist ein Riesending, was wir hier gerade vor uns haben. Wir haben eine halbe Stunde mit Steven Spielberg und Ernest Cline, dem Autor von Ready Player One. Und Ernest Cline kam schon vorher raus und sagte, I know why you're here. Ich sage, oh, you're one lucky bastard. Und das war einfach klar, der selber halt auch Fan ist. Und dieses Glück halt, auf der einen Seite bist du halt als Nerd und als Fan jetzt in diesem Business. Und die Firmen haben halt verstanden, dass wir diejenigen sind, die die Informationen auch an die Leute weitergeben. Die Influencer, ein furchtbares Wort, das klingt immer nach Grippe. Ich bin Influencer, ja, steck mich bloß nicht an.
Aber das ist es halt. Ne? Und man sitzt da als Fan, aber man sitzt halt auch als man hat eine journalistische Aufgabe und man will das, man verbindet beides zusammen. Und das ist toll, das ist verdammt toll. Und Spielberg war einfach so, wie man sich das wünscht. Der war einfach super nett, war freundlich, hat nicht nur Fragen beantwortet, sondern hat auch Sachen von sich erzählt. Und du merkst einfach so, wo du denkst, alles ist, ich habe Steven Spielberg interviewt. Ich kann die ganze Welt mal am Arsch lecken. Ja, ihr merkt schon, da spricht jemand aus vollem Herzen und hat offensichtlich sehr viel Spaß bei diesen Themen. Also sollte man auf jeden Fall mal in den Podcast reinhören. Ja, ja. Wir frotzeln uns halt auch gegenseitig an. Ich glaube, das verstehen viele Leute nicht, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, dass wir einen Umgangston haben, der durchaus, wenn ich zum Beispiel sage, halt mal die Fresse, du Arsch, dann heißt das, könntest du mich bitte mal ausreden lassen. Also wir zelebrieren auch unser, wir sind halt auch Freunde. Mhm. Also wir sind auch manchmal sehr flapsig und sehr, sehr hart zueinander und viele denken dann einfach, das ist nein, das ist einfach so, wie wir im Ruhrpott sprechen. Und Robot ist der perfekte Übergang auch in diesem Fall. Ach, ich biete dir eine Vorlage nach der anderen. Du brauchst sie einfach nur Wolle nehmen. Denn einer der Gründe, dass wir heute zusammen mal sitzen und mal ein bisschen plaudern können, ist ja, dass du eben nicht nur Comic-Fan bist, sondern auch aktiv ins Comic-Geschäft eingestiegen bist. Yes. Eigentlich auch schon vor einiger Zeit. Denn ganz aktuell gibt es den vierten Band einer Reihe offensichtlich, der Asterix in Mundart packt. Ja, ist das denn? Darf ich dich direkt korrigieren? Es ist nicht der vierte Band, es ist der 75. Band. Mhm. Denn Asterix ist ja nicht nur auf Ruhrdeutsch, wo ich ja die Ehre habe, das zu betreuen, sondern in allen möglichen Dialekten. Asterix ist ja Weltliteratur, ist ja nicht nur in allen Sprachen und auch auf Lateinisch. Unter anderem mal nebenbei, es gibt jeden Asterix-Band auf Lateinisch. Unglaublich. Mhm. Es gibt den in fast sämtlichen deutschen Dialekten, Schweizerdeutsch, Plattdeutsch, Sächsisch, Kölsch, Hessisch, Berlinerisch, alles Mögliche. Und ich habe halt vor ein paar Jahren die Anfrage bekommen, ob ich quasi die Ruhrpott-Reihe wieder reanimieren möchte. Und ich habe sofort Ja gesagt. Mir war klar, es ist eine große Bürde, es ist eine große Ehre. Und gleichzeitig aber auch war mir klar, ich darf das nicht verkacken. In einem älteren Interview mit dir, das ich gehört habe, da ging es um den dritten Band noch, hast du gerade von dieser Verantwortung auch gesprochen, die du da mit dir hast. Wie sieht das generell aus mit Feedback? Gibt es direkt Feedback von Einheimischen? Du selbst kommst aus Bochum oder bist da aufgewachsen, soweit ich weiß. Ja. Gibt es da Feedback? Naja, es gab im Vorfeld, als ich Tour de Ruhr gemacht habe, ich habe aus der Tour de France die Tour de Ruhr gemacht und da gab es unter meinen Freunden einige, die sagen, das ist aber doof. Sowas finden wir einfach blöd, wenn man so mit dem Dialekt, wenn man das so zelebriert, das ist immer so Dings. Und genau denen wollte ich beweisen, dass das geht und dass man das charmant machen kann, wenn man das Source-Material, also das Ursprungsmaterial respektiert und liebt. Und das tue ich bei Asterix, wer tut es nicht? Aber man muss halt auch, ich finde, Fan sein, aber du musst aber auch den Mut haben, die Chuzpe haben, einfach zu sagen, habe auch keine Angst vor Karlauern, weil das hatte Goscinny auch nicht. Er war natürlich ein genialer Autor und so ein Band wie die Trabantenstadt, den ich jetzt gerade übersetzt habe als Dingenskirchen, der ist 1972 entstanden. Der hat immer noch eine totale Aktualität, sonst wäre er ja jetzt nicht so, würde nicht so gut ankommen. Die Rezeption ist eigentlich durchweg gut, dass die Leute sagen, sie hätten es nicht gedacht, dass es so gut wird. Und aber viele freuen sich wirklich darüber, viele sprechen mich drauf an. Ich habe einen Brief bekommen von jemandem, der das nicht gut fand, weil er sagte, es wäre ihm zu wenig Ruhrpott. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es immer so eine Übersetzung in Dialekt auch immer eine Gratwanderung ist, weil es gibt den Ruhrpott-Dialekt nicht in dem Sinne, er ist nicht definiert worden, er ist nicht festgelegt worden, was auch gut ist, weil ich finde, eine Sprache und ein Dialekt muss auch lebendig sein, muss sich auch verändern dürfen. Es ist eben nicht Latein, wo es feste Regeln gibt. Und in Duisburg sprichst du zum Beispiel anders als in Dortmund. In Hagen sprichst du anders als in Recklinghausen. Das ist einfach so. Du musst so eine Schnittmenge finden, aber du musst auch mutig sein. Und die Rezeption, um auf deine Frage zu antworten, ist erstaunlich gut. Also ich freue mich jedes Mal. Und die Nachfrage scheint auch sehr positiv zu sein, denn offensichtlich verkaufen die sich sehr gut. Was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal ein bisschen spekulieren wollen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel gerade in dieser Superhelden-Szene teilweise auch in Europa gesprochen. Auch neue Superhelden, europäische Superhelden, speziell aus Österreich. Und es gibt aktuell auch ein deutsches Projekt, die viel mit Dialekten arbeiten. Meinst du Trachtenman? Trachtenman natürlich auch von Chris Kläuber. Ist der auf der... Der war auch in Halle A gerade gewesen. Musst du mir gleich mal zeigen. Quimby stand. Okay, wir gehen mal zusammen, weil den muss ich unbedingt kennenlernen, weil das ist groß. Und die Österreicher finde ich auch sehr interessant. Astro-Man. Genau, und jetzt ganz von diesem Austro-Man.
Ja. Und von diesen Österreichern gibt es eben auch eine deutsche Ausgabe. Mit deutschen Dialekten, auch diverse deutsche Dialekte. Okay, ja, geil. Und die haben es wohl ein bisschen schwieriger gerade. Ja. Weil gerade diese Dialekte erschwert natürlich diesen Lesefluss auch ungemein. Ich muss sagen, ich habe jetzt bei der Lektüre von Dingenskirchen, bin ich auch erst bei der dritten, vierten Seite drin gewesen. Ich habe einen Einstieg gebraucht einfach. Ist so einfach. Wenn das nicht Warum funktioniert das bei Asterix? Es gibt einen Grund, warum Asterix in den Dialektbänden so funktioniert, weil es gibt, wie gesagt, 75 Bände, weil es geht thematisch um ein Dorf, was sich gegen die Besatzer wehrt. Das heißt, es geht um die Bewahrung des Lokalen, von lokalen Werten. Ja, also die Gallier werden von den Römern besetzt und das Ruhrgebiet ist zum Beispiel ein Gebiet, was besetzt, nicht besetzt ist in dem Sinne, aber was fremdregiert wird es gibt drei Regierungsbezirke, es gibt Arnsberg, das ist ein kleiner Ort im Sauerland, es gibt Düsseldorf, es gibt Münster. Die regieren das Sauerland, das Ruhrgebiet regiert sich selber nicht und das ist schon so eine Art Besatzungssituation. Es gibt den mainfränkischen Comic, ich habe gerade Kai Fraß getroffen, der die mainfränkischen Asterix übersetzt und da ist zum Beispiel das kleine Dorf, ist dann Würzburg und Würzburg ist umgeben von Franken und Franken ist wiederum besetzt von den Bayern. Das heißt, die Römer sind die Bayern. Das heißt, es passt thematisch unheimlich gut. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, Tim und Struppi auf in Dialekt zu übersetzen. Das gab es auch schon mal. Es macht keinen Sinn, ein Gaston oder ein Lucky Luke auf Ruhrgebiet zu übersetzen, sondern die Asterix-Bände, da geht es wirklich um Aufständigkeit, um Rumpöbeln und auch um Gewalt. Asterix ist auch gewaltverherrlichend. Machen wir uns nichts vor. Es geht um Gekloppe und es ist auch lustig, aber es liegt natürlich auch daran, dass Asterix-Bände einfach verdammt nochmal Klassiker sind. Die Trabantenstadt ist ein Klassiker. Für mich, mein Lieblingsband ist der Legionär, Asterix als Legionär. Tour de France ist ein Klassiker. Aber ich glaube, dass man da wirklich hergeht und sagt, so, wir verändern jetzt eine Geschichte, die viele Leute kennen und auch sehr lieben und internalisiert haben, auswendig können. Denn wenn du mit Leuten sprichst über Asterix, dann können das jetzt irgendwelche normalen Menschen sein, die was weiß ich, einen ganz normalen Beruf haben. Oder es können irgendwelche Universitätsprofessoren sein, die sagen, Asterix, der und der Band, folgendes ist da passiert. Also Asterix weckt wirklich den Nerd in dir. Das ist eine kulturelle Ebene, die viele Menschen haben. Und das ist in Deutschland nicht so oft, dass wirklich viele sagen, ich habe viele Leute, die sagen, sie sind keine Star Wars Fans oder sie sind keine Batman Fans, sie wissen überhaupt gar nicht, um was es geht. Bei Asterix ist es schon was anderes. Und es sind, wie du sagst, auch zeitlose Klassiker, die eben auch Themen mitbringen, die offensichtlich jetzt nicht an ein Jahrzehnt unbedingt gebunden sind. Eines der Themen, das mir sehr positiv aufgefallen ist, wo ich gar nicht so weiß, ob das im Original der Fall war, ist so ein, es wird unter anderem wird auch so eine Art Gewerkschaft gegründet. Es werden ganz viele tagesaktuell politische Themen abgehandelt. Die Legionäre gründen, und das ist schon im Original so, gründen eine Gewerkschaft. Mhm. Also ich habe es wirklich nur übersetzt. Ich habe es wirklich nur übertragen. Ist diese Thematik denn irgendwas, was dich persönlich dann auch in irgendeiner Form geprägt hat? Denn du sprichst jetzt vom Ruhrpott, natürlich eine Arbeitergegend, natürlich, für das Rollenspiel. Natürlich, sowas. Das Ruhrgebiet ist natürlich sozialdemokratisch durchsetzt und von Arbeiteraufständen, Streiks und so weiter geprägt und Arbeitskämpfen und so weiter bis zum Schluss, bis zuletzt, bis die letzte Zeche dicht gemacht worden ist und bis der letzte Schlot geschlossen hat und bei mir in Bochum natürlich Opel auch ein großes Thema war. Aber das ist natürlich auch ein Bereich, den man auf viele Gegenden aber das kommt da natürlich noch zugute, dass das Ruhrgebiet wirklich auch eine industrielle Gegend immer noch ist, wo es halt auch um Klassenkämpfe geht. Ich meine, nicht umsonst haben die damals diese Bände kopiert, Asterix und das Atomkraftwerk, diese illegalen, auch nicht besonders gut kopierten und geletterten mit Schreibmaschine und handschriftlich. Aber sie haben halt gesagt, so, das ist der Aufstand gegen das Establishment und gegen die Machthaber und gegen die Besatzer. Und das ist immer noch so. Es geht immer noch um Rebellion und um clever sein und auch seine eigenen Werte bewahren. Also durch eben diese neue Übersetzung auf jeden Fall ein Mehrwert, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Schaut unbedingt mal in den Band rein. Erschienen ist er ja schon. Wir haben ihn jetzt. Ist schon erschienen, ja. Genau. Dingenskirchen ist im April 18 erschienen. Okay, also noch relativ aktuell, da schaut unbedingt mal rein, gibt es gar keinen Grund, den nicht mal in die Hand zu nehmen. Heute Abend sehen wir dich eben auch bei Hella von Sinn in unserer Show. Ja. Freust du dich drauf? Ja, ich freue mich sehr auf Hella, wir haben uns lange nicht gesehen. Also wir haben früher öfter zusammen gearbeitet, wenn man das so nennen will, in unserem Beruf, wenn man das Arbeit nennen will. Also bei Genial daneben oder auch bei Fang den Mörder. Und ich glaube, wir waren sogar bei der großen Gameshow, beim großen Gameshow-Marathon waren wir auch zusammen. Also auch 10 Jahre her mittlerweile. Und Hella ist natürlich auch ein totaler Übernerd. Ne? Also da ist schon genau die richtige Person, das zu machen. Wie viele Komiker übrigens auch Nerds sind und Fans sind.
ich denke, wenn ich, weißt du, allein wenn ich an Dirk Bach denke, was das für ein Nerd war und wie toll der auch zum Beispiel die Walter Mörs Sachen gelesen hat und was für ein liebevoller, verrückter Mensch das war. Das ist schon natürlich toll, da denke ich natürlich, Dirk und Hella natürlich auch sehr viel zusammen gemacht haben. Aber auch jenseits davon, die ganzen Kollegen, die jetzt aus dem Poetry Slam Bereich kommen. Streter ist nur die Spitze des Eisbergs. Streter ist auch ein totaler Übernerd. Streter ist natürlich in der Ausnahme total cool, aber wenn du ihm irgendwas mit Batman-Zeichen bringst, freut er sich wie ein kleiner Junge einfach. Weißt du, kannst du wirklich so nachts irgendwie ein Batman-Bild simsen, dann freut er sich. Also das ist einfach, es ist einfach so Common Ground. Es ist so, wir sind hier auf dieser Ebene und wir sind Fans von etwas und wir reflektieren das. Wir versuchen das auch kritisch zu sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es sind mir im Moment zu viele Star-Wars-Filme, es sind mir im Moment zu viele Superhelden-Filme, es muss mal wieder was Neues passieren. Ja, alles richtig und auch da sind wir die Konsumenten und was gekauft wird, wird es weitergeben, wird produziert und deswegen hoffe ich, dass genug Leute, um da wieder die Brücke zu schlagen, meine Asterix, also meine Übersetzung halt auch kaufen, damit man sagen kann, damit der Verlag sagt, du, lass es noch einen machen. Weil ich habe noch Ideen für 5, 6, 7 vielleicht. Also bereits vorhandene Werke, die du gerne übersetzen würdest. Ja, ist natürlich immer die Frage, welchen übersetzt man als nächstes oder was ist jetzt mit was? Es war eine große Frage, mit was wir jetzt anfangen. Und wir haben halt gesagt, es muss wieder ein Reboot sein. Wir müssen den wieder neu. Asterix im Ruhrgebiet muss etabliert werden. Und da war Tour de France natürlich als Tour de Ruhr natürlich ideal dafür. Und dann kam schon die Schwierigkeit, welche machen wir denn als nächstes, um Gottes Willen? Welcher ist denn so gut, dass wir sagen können, der ist jetzt gut? Und dann bot sich halt die Trabantenstadt an. Bei der Trabantenstadt ist das Cover so ein bisschen problematisch, weil es nicht das peppigste, lustigste Cover ist. Es ist ein total fantastisches, ikonografisches Cover, weil Uda Sohn ja auch diese Stadt gezeichnet hat, der in einem ganz anderen Stil gezeichnet ist. Wenn man an das Cover denkt, vorne steht der Asterix links und ist sauer und Hände in den Hosentaschen, wo man dann auch merkt, Gallier hatten schon Hosentaschen. Und hinten ist halt diese wunderbare Risszeichnung fast schon von dieser römischen Stadt. Oder so ist einfach auch ein Riesenkünstler. Man sagt natürlich, Goscinny und Uda Sohn zusammen war natürlich eine perfekte Kombination. Und ja, nachdem Goscinny dann tot war, gab es auch ein paar Bände, die nicht so toll waren. Aber es gab immer noch tolle Bände. Es gab immer noch, ich meine, der große Graben ist ein alleiniger Uda Sohn. Die Odyssee ist ein eigener Uda Sohn. Das ist schon... Der Mann ist über 90 jetzt, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen sollte man froh sein und dankbar sein, dass sich zwei gefunden haben, die das fortsetzen und die das auch meiner Meinung nach sehr gut machen. Das gefällt nicht jedem, aber who cares? Da sind wir sehr gespannt, was auch noch von dir noch zu erwarten ist. Wo kann man dich eigentlich demnächst mal wieder live sehen? Gute Frage, nächste Frage. Überall. Ich habe jetzt Spielpause. Das Programm, was ich jetzt gespielt habe, Luft nach oben, ist abgespielt. Nach 2 Jahren und jetzt mache ich erstmal ein Best-of ab Oktober 2018, wo ich quasi so die besten Nummern der letzten 20 Jahre irgendwie so nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse. Das wird auch nur ein halbes Jahr laufen, danach ist Schluss. Also wer das sehen will, sollte sich ranhalten und die Termine stehen alle auf meiner Homepage. Ja klar. Und ich sag jetzt nicht meine Homepage, weil wer meine Homepage nicht findet, der sollte vielleicht auch nicht in meine Show gehen. arrogant, aber ist einfach so. Weil viele Leute fragen, wie heißt deine Homepage? Ich so, ja, wie wird die heißen? Internet ist Neuland. Ja, www.betrunkenedekorieren.de. Hennes, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir. Und wünsche dir noch viel Spaß. Schön, dass wir in diesem schönen, kühlen Park unter den Bäumen saßen. Und jetzt gehen wir eine Kleinigkeit essen, oder? Bis dann, ciao. Fangen wir mal an. Draußen hat es gerade angefangen zu regnen. Es waren bereits vorab Bedenken da, dass man sich unter Umständen häufiger mal in irgendwelche Hallen zurückziehen muss oder wir da über den ein oder anderen Niederschlag, dass wir damit rechnen können. Und deswegen sind wir jetzt mal kurz ins Innere gegangen, hier ins Pressebüro. Und ich habe hier jetzt jemanden zu Gast, der einen Comic schon seit vielen, vielen Jahren im Internet veröffentlicht, aber erst jetzt kam es zur Veröffentlichung in gedruckter Form. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Demian 5, so kennt man mich im Internet und ich bin Zürcher Comiczeichner. Aha, und also wir haben jetzt einen Comic von dir, den hat mir die Annette empfohlen vom Jaja Verlag, die mir hier mit ganz vielen Künstlern auch auftreten und auch Lesungen schon hatten. Mal kurz zu dir. Du hast jetzt gemeint, du bist Comiczeichner aus Zürich. Wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Ja, was heißt dabei? Ja, eigentlich schon so 19 Jahre mache ich Comics. Aha. Und die werden gelesen, aber in gedruckter Form gab es noch nichts. Ein paar Zeitungscomics, aber sonst...
Seit 19 Jahren, das heißt, du zeichnest seit deinem dritten Lebensjahr. Ich bin 41. Okay. Also, und du hast einfach so hobbymäßig angefangen zu zeichnen oder hattest du irgendwie in irgendeiner Form eine Ausbildung dazu? Wie lief das? Ich habe Grafiker gelernt. Das war eine Lehre, Berufslehre in der Schweiz. Und ich arbeite immer noch als Grafiker, Grafikdesign. Habe eine kleine Firma mittlerweile. Aber von da kam auch mein Interesse für Comics. Das war zwar schon vorher da, also ich habe immer diesen Weg gesucht ein bisschen. Bevor wir uns gleich mal über den Comic natürlich selbst unterhalten wollen und vielleicht auch mal den Namen nennen werden, würde mich mal ganz kurz noch interessieren, weil wenn ich gerade überlege, mir geht es ja generell nicht nur um die deutschsprachige Comic-Indie-Szene, sondern auch generell um die deutsche, sondern eben auch die deutschsprachige. Das heißt eben natürlich auch die Kollegen aus Österreich und der Schweiz, ja, also, ja, und auch eigentlich überall auf der Welt. Jetzt versuche ich gerade drüber nachzudenken, was ich mit Schweizer Comics in Verbindung bringe. Und das ist natürlich zunächst Edition Moderne. Das Erste, was mir einfällt, wo wir bereits auch Interviews geführt haben, auch mit dem Verlagsleiter zum Beispiel. Ja. Vielleicht mal so aus deiner Sicht, gibt es sowas wie eine Schweizer Comic-Szene? Bestimmt. Ja, es gibt viele Comiczeichner in der Schweiz, auch viele junge, die nachkommen, denke ich. Ich kenne mich nicht mehr so aus. Mhm. Ich kenne ein paar Leute, sympathische Leute. Ja. Und ich bin jetzt zum Beispiel beim Verlag Edition Moderne bin ich nicht untergekommen. Mhm. Wir haben so ein bisschen andere Art Comics, die wir veröffentlichen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es viele andere Schweizer Verlage gibt. Bestimmt gibt es welche, aber ich glaube, die meisten geben es im Eigenverlag raus, wenn sie nicht bei der Edition Moderne sind. Mhm. Das ist deine Einschätzung, ich weiß es nicht genau. Du selbst hast ja angefangen mit einem, wir unterhalten uns heute über ein Projekt, das als Webcomic angefangen hat. Ja. Wie heißt es denn eigentlich? When I am King. When I am King. Ja. Und worum geht's? Was ist When I am King? Es geht um einen kleinen König in einem fremderartigen, altertümlichen Land. Der träumt von Blumen und dann will er raus, Blumen pflücken gehen. Ich muss noch sagen, die ganze Geschichte geht ohne Worte, ist alles ohne Text. Und dann geht er so raus, will Blumen pflücken gehen und trifft so ein kamelähnliches Tier, welches dann seine Bekleidung ist, was er zuerst gar nicht merkt. Und als es merkt, ist es schon zu spät. Das Höschen ist runtergeschluckt und dann hat er ein kleines Problem und wird als nackter Mensch auch nicht mehr als König erkannt. Und versucht, dieses Problem zu lösen. Das passiert dann so auf knapp 132 Seiten, bis er die Lösung findet. Erinnert mich ein bisschen an dieses Märchen, des Kaisers neue Kleider. Gibt es da Parallelen? Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Der König, der auch eben nicht mehr erkannt wird, weil er nackt ist. Oder quasi mal Trends setzt. Ich glaube, aber dieses Märchen hatte ich auch lose im Kopf, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das Märchen tatsächlich geht. Von Andersen ist das, oder? Mhm. Ja. Ich glaube schon, aber ich bin auch nicht so richtig gebildet. Ich will jetzt nicht so tun, als wüsste ich das. Ich blätter hier gerade durch den Druck. Und das ist so, dass wir haben anscheinend verschiedenste Kapitel. Ja. Und die Kapitel, die sind alle farblich, haben einen anderen farblichen Hintergrund. Genau. Ist es eine reine. Wo ist der Unterschied zwischen den Kapiteln? Es sind verschiedene Tageszeiten. Also es sind 5 Kapitel. Das erste ist so ein bisschen gelblich, spielt am Morgen. Mhm. Das zweite bläulich, spielt am Tag. Und dann geht's von Orange ins Dunkelrot im dritten, das ist das Abendkapitel, und dann kommt das relativ psychedelische Nachtkapitel, wo er diverse Visionen hat. Ich sage jetzt nicht, warum er in diese Zustände gekommen ist. Aber ja, und dann das letzte Kapitel, das fünfte ist gelblich, ist wieder morgen. Der Morgen danach. Der Morgen danach, genau. Ja, vielleicht mal so zur Entstehungsgeschichte. Also ich habe gerade, du hast 18 Jahre, hast du gesagt, hast du dran gearbeitet. Ne? Na, kann man nicht so sagen. Also die ursprüngliche Version war 2000, 2001 im Netz so wöchentlich veröffentlicht worden. Und ich habe so vor 2009, so vor 9 Jahren, habe ich beschlossen, ich will mal ein Buch machen. Mhm. Und dann fiel die Wahl auf diese Geschichte. Auch weil sie international verständlich ist. Ja. Und ich dachte, da kann man bestimmt ein schönes Buch draus machen. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich. Ich habe so ein Jahr wahrscheinlich dafür. Mhm. Es waren dann 8. Aber ich hatte viel zu tun sonst mit meinem Job. Das ist halt. Also es ist keine ongoing, das ist eine abgeschlossene Handlung. Das ist eine abgeschlossene Geschichte, ja. Mit einer sauberen Auflösung.
Und saubere Auflösung klingt schon mal gut. Wobei wir uns über gute Fortsetzung natürlich auch freuen würden. Ja, wie kam es dann dazu, dass du dich speziell mit dem Jaja Verlag dann zusammengearbeitet hast? Ja, es ist halt so, läuft halt so, wie es läuft. Also ich habe verschiedene Verlage angeschrieben. Es waren etwa 5 oder 6. Mhm. Ein paar waren in Amerika, einer in Frankreich, 2, 3 in Deutschland. Und Jaja war einer davon. Ausgewählt habe ich sie so nach Sympathie. Und mhm. Dann war der Jaja Verlag am meisten interessiert, das zu machen. Von den einen kam nichts, von anderen kamen Sympathiepunkte und vom Jaja Verlag dann... Da hat es dann funktioniert. Ja. Soweit ich die Künstler des Jaja Verlags einschätzen kann, das sind leider noch nicht so viele, aber dann doch jetzt durch die Lesungen heute und natürlich auch durch den Dominik Wendland sind das wohl durch die Bank weg sympathische, kreative Leute. Auch die Annette, die den Laden quasi leitet, das kann man ja, ja wohl so sagen. Das macht auch einen total netten Eindruck. Also das ist schon mal super. Gibt es denn noch weitere Projekte von dir, an denen du aktuell arbeitest oder die man irgendwo käuflich erwerben kann? Oder ist das eine einmalige Geschichte gewesen? Im Moment gibt es einfach meine Webseite, demian5.com. Mhm. Die ist immer noch relativ gut besucht, wobei man heutzutage nicht weiß, ob alles nur Bots sind. Ja, ja. und ich habe natürlich noch, ich habe noch Comics für ein weiteres Buch. Ja. Von einer Zeitungsserie, die ich mal gemacht habe. Und ich hoffe, ich finde jetzt dann mehr Zeit, um was Neues zu machen. Das ist schon das Ziel. Ja, das wird uns freuen. Ja. Prima. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch auf was hinweisen müssen. Die Domain der Internetseite findet man wahrscheinlich, wenn man sie googelt, oder? Ja, man kann Demian, When I'm King googeln oder Demian Comics. Das sollte funktionieren. Oder When I'm King Buch. Alles möglich. Und es gibt die Jaja-Webseite, wo man das Buch bestellen kann. Ja, das ist natürlich der beste Punkt. Jajaverlag.com. Und in Zürich gibt es schon in vielen Buchläden das Buch. Mega. Also wie gesagt, das ist ein sehr internationales Ding, das ist komplett sprachfrei, das kann also wirklich jeder verstehen. Ja. Gibt es so eine Art Zielgruppe vom Alter her, weil du sagtest jetzt moi, vermutlich mal so ein bisschen... Es ist kein Kindercomic. Es ist kein Kindercomic. Also es hat Sex and Drugs. Und Rock'n'Roll auch ein ganz wenig. Jeden Moment ein bisschen spannender. Auf der Rückseite übrigens auch mal, um jetzt auch mal wirklich, also ich meine, die müssen es ja wissen, Scott McCloud, den man nun wirklich kennt als jemand, der auch von Comic-Theorie viel versteht, und Joscha Sauer, der auch dem einen oder anderen deutschsprachigen Comic-Leser bekannt sein könnte, haben hinten drauf eben auch kurz ihre Meinungen wiedergegeben und finden es anscheinend total dufte. dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ja, hoffe ich auch. Danke, tschüss. Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen. Es ist Freitag, der 2. Tag des 18. Internationalen Comic-Salons hier in Erlangen. Wir haben uns ganz, ganz früh morgens hier hingesetzt und fangen bereits an mit unserem Interview-Marathon. Und ich habe heute jemanden, mit dem wir unser Gespräch beginnen wollen, den habe ich kennengelernt tatsächlich über die Kollegen von den Yay Comics. Denn da hat er auch schon ein größeres Interview gehabt, zusammen mit dem Carlos. Ich weiß gar nicht, ob die Lara auch dabei gewesen ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin Johannes Lott, Comiczeichner und Illustrator aus Hamburg. Hi. Und sehr müde. Also wenn ich mich jetzt irgendwie die ganze Zeit verhasple, liegt das an der frühen Uhrzeit und dem mangelnden Kaffee. Ich hatte eigentlich einen Kaffee versprochen, jetzt haben wir aber die Location geändert und sind nicht in meinem Hotelzimmer, sondern schon direkt hier in der Halle. Hab gestern erfahren, dass hier diese Halle C vom Salon auch quasi eintrittsfrei gestellt worden ist. Du kommst hier rein, ohne was zahlen zu müssen. Jeder. Jeder? Ach so. Komplett? Ja, ich weiß nicht, ich komme hier mit meinem schönen gelben Bändel ja eh überall rein. Deswegen ist mir das gar nicht bewusst gewesen, aber es ist ja schön für die Leute. Hier gibt es viele tolle Dinge auf jeden Fall. Halleluja, ganz viele tolle Dinge. Erzähl mal, also was machst du eigentlich die ganze Zeit und warum hier so viele Comics? wie schon gesagt, ich bin eben Comiczeichner und freier Illustrator. Comiczeichner läuft im Moment leider eher so nebenher. Ich habe 2 Bücher bisher rausgebracht beim Jaja Verlag, aber über Wasser hält man sich dann meistens eben noch mit so klassischen Illu-Aufträgen für Werbeagenturen, Marketing, das übliche Gedöns, aber will mich in Zukunft auf jeden Fall auch mehr auf Comics fokussieren, wenn das irgendwie klappt, wäre schön. Mhm. Kannst oder darfst du da irgendeine Referenz mal nennen, wenn du sagst, du hast jetzt auch für Privatkunden quasi gearbeitet? Was kann ich da nennen?
Ich mache, das geht jetzt wieder in eine andere Richtung, als ich gerade behauptet habe, aber ich mache immer wieder mal Podcast-Cover für Radio Nukular, großer deutscher Podcast. Das ist so ein Stammkunde zurzeit auf jeden Fall. Zurzeit mache ich gar nicht so viel für Werbung. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so gesagt habe. Aber es soll ja auch ein bisschen um darum gehen, dich ein bisschen zu promoten und auch vielleicht mal Werbung für potenzielle Kunden zu machen. Genau. Also ihr Podcaster da draußen, wenn ihr Bock habt, richtig geiles Cover. Und Leute, ich meine, wer kennt die Radio Nukular Cover nicht? Die sind schon ziemlich nice. Dann, vielen Dank. Seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Genau, also ich habe da auch immer noch Kapazitäten, mich mehr auf sowas zu fokussieren, sehr gerne. Sehr schön. Daneben arbeite ich gerade viel, das darf ich jetzt endlich auch verraten. Ich arbeite auch viel in der Videospielbranche und letzte Woche wurde ein neues Projekt angekündigt und zwar arbeite ich für eine Hamburger Firma, die basteln an einem neuen Leisure Suit Larry Spiel. Das ist dem einen oder anderen vielleicht noch aus den 80er Jahren bekannt. Das ist so ein ganz klassisches altes Point-and-Click-Adventure. Und da produzieren wir jetzt einen neuen Teil zu und da mache ich eben auch so klassische 2D-Grafiken für. Das macht auch sehr viel Spaß. Oh, das habe ich mitgekriegt, die Ankündigung. Das ist ein komplett neues Spiel, ja? Genau, das ist, viele sind auch dem Irrtum aufgesessen, dass das jetzt ein Remake wäre oder so. Das gab es vor 5 Jahren schon mal, deswegen haben sich viele Leute gefragt, warum jetzt schon wieder ein Remake, aber es ist gar kein Remake, sondern es tauchen nur ein paar Charaktere und Locations eben wieder auf aus den alten Teilen. Ist aber eine komplett neue Story. Die Grafik ist auch ganz anders und wir haben das alles so ein bisschen modernisiert. Kriegen da auch schon ordentlich Shitstorm im Internet für ab. Wie es sich gehört. Das dafür, dass wir Dinge redesigned haben. Ich bin aber sehr zufrieden mit und ist ein tolles Team. Also genau, Videospielbranche auch öfter mal unterwegs. Wo habt ihr denn die Lizenz bitte hergekriegt? Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Das ist Assemble Entertainment, unser Publisher, sitzt in Frankfurt, beziehungsweise in, wie heißt's? Wiesbaden, ja. Genau. Die haben das eingekauft. Das war wohl zu haben für ein Spiel erstmal und wenn das gut läuft, mal gucken. Geil. Also bin ich echt gespannt. Ich meine, das ist ja der erste Teil, ist ja wohl der Klassiker schlechthin in diesem Point-and-Click-Adventures und reiht sich ein in die Indiana Jones-Reihe, in die Monkey Island-Reihe. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, freut mich auch wahnsinnig. Da sind wir gespannt, behalten wir auf dem Schirm. Und jetzt hast du uns hier netterweise auch ein paar Comics mitgebracht. Was ist das letzte denn, was du veröffentlicht hast? Du hast jetzt vom Jaja Verlag gesprochen. Wir hatten gestern schon Kollegen vom Jaja Verlag da, die wir auch interviewt haben. Ach ja, wer war denn da? Wer war denn da? Also der Damien 5 heißt er, glaube ich. Der hat seinen sprachlosen Webcomic jetzt nach vielen, ich glaube 8 oder 18 Jahren auch mal gedruckt hat. Dann habe ich ein längeres Gespräch aber fernab vom Mikro geführt, zusammen mit der Dame, die Adagio Nummer 3 gemacht hat. Dann habe ich auch einen kurzen Plausch gehabt, aber auch fernab vom Mikro mit dem jungen Mann, der Papa Diktator macht. Ah ja. Ja. Also die beiden will ich mir heute nochmal irgendwie schnappen, weil gerade Papa Diktator fand ich einfach super unterhaltsam. Ja, ist großartig. Einfach toll. Und ich habe auch alle Hefte davon und den Sammelband. Meine Freundin ist auch großer Fan, die hat sich das alles besorgt und ich lese das dann natürlich dann auch immer gerne. Mega geil. War auch gestern auf der Lesung, das war auch sehr schön. genau, ich soll ja Promo machen. Nicht nur für die anderen. Genau, das letzte, was ich veröffentlicht habe, ist Hooray, Hooray, Le Kisch. Das ist mein erster so längerer Comic. Den habe ich letztes Jahr schon beim Jaja Verlag rausgebracht und es geht um so eine Jugendband auf dem Dorf und deren Vorbereitung auf ihr erstes Konzert und ein bisschen persönliche Dramen, die sich darum spinnen. Wann kam das? Das kam, jetzt fragst du mich was. Gucken wir doch mal ins Impressum rein. Hinten ist nichts, vorne wahrscheinlich. Mitte letzten Jahres behaupte ich jetzt mal, dann wäre das fast schon wieder ein Jahr her. Und hast du das erstmal für dich gezeichnet und bist dann mit dem fertigen Produkt zum Jahr Verlag oder hast du das in Zusammenarbeit mit denen von anderen? So ziemlich. Ich hatte ein Drittel komplett fertig, den Rest quasi schon durchkonzeptioniert und habe dann Jaja gefragt, ob sie da Bock drauf haben, wenn ich das jetzt so durchziehe und sie haben einfach nur gesagt, ja, läuft und eigentlich konnte ich das dann weiter so für mich fertig machen. Ohne dass da mir groß reingeredet wurde, was ich auch einen sehr angenehmen Workflow fand. Und dadurch ist eben auch ein sehr persönlicher Comic geworden, würde ich sagen. Es gibt eine Band, finde ich geil, ist genau mein Thema, muss ich sagen. Also wenn man gerade da draußen vielleicht auch mal eine Band hat. Das sind alles Freunde, oder? Sind das Freunde hier von der Band, die Bandmitglieder? Genau, das basiert eben so ein bisschen lose drauf auf der Band, die mein Bruder hatte in der Schulzeit. Und ich bin immer in deren Proberaum abgehangen
habe da zugeguckt und das alles so in mich aufgesogen, fand das immer wahnsinnig faszinierend, habe selber halt nie ein Instrument gespielt, deswegen nicht aktiv dabei gewesen, aber beobachtet und darauf basiert das so lose, ist jetzt aber kein komplett autobiografischer Comic. Mhm. Ja, ich habe früher auch immer nur gesungen, weil ich das mit Instrumenten nicht so drauf hatte. Also dein Stil ist wirklich unverkennbar. Also ich meine, ich kenne das jetzt vor allem eben auch von den Covern, die du angesprochen hattest und natürlich auch von einer ein oder anderen Illustration, auch deine von der Visitenkarte, dein Konterfee, das du da drauf gezeichnet hast, also das ist einfach bekannt und wer das sieht, der kann das sofort zuordnen. Weiß ich gar nicht, ob das immer so ist, weil das sind ja zum Beispiel jetzt gerade von der Visitenkarte zum, was auch mein Profilbild in Social Media meistens ist, dann können die Leute das auch angucken, zum Comic finde ich eben schon großen Unterschied. Und es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich versuche auch immer sehr zu experimentieren und eben den Stil immer daran anzupassen, was auch die Thematik ist. Zum Beispiel geht es in dem Comic ja jetzt eben um so eine ranzige Dorfband, dann ist das alles so ein bisschen rougher, ist alles mit Kugelschreiber ursprünglich gezeichnet, dann nur minimal digital nachbearbeitet und ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Gerade weil du jetzt sagst, du hast es analog gemacht und dann eben nachbearbeitet. Wie ist denn so dein klassischer Arbeitsverlauf? Kann man sagen, dass du, gibt das so eine typische Arbeitsweise für die Erstellung von Comics im Speziellen? Also dass du eben immer erst analog vorarbeitest oder machst du auch Sachen, die nur digital entstanden sind? Wie läuft das? Bei Comics gehe ich tatsächlich meistens so vor, dass ich die Lines komplett analog irgendwie auf Papier ganz klassisch mache, in dem Fall mit Kugelschreiber, sonst gerne auch mit irgendwelchen Filzstiften, Copic, was auch immer. Und dann wird das normalerweise eingescannt, der Kontrast hochgezogen, so ein paar Fehler ausgebügelt und dann eben nachkoloriert oder wie in dem Fall mit Graustufen und Texturen versehen. Aber genau, das mache ich bei Comics so, weil ich da einfach dann irgendwie analog schneller bin und nicht so einfach verkrampfe und mich nicht so, mir hilft das dann, dass ich dann nicht so die Korrekturmöglichkeiten habe. Und dann eben auch so auf eine Masse von so 80 Seiten, wie bei dem Comic jetzt kommen kann. Bei den Podcast-Covern und Aufträgen gehe ich meistens dann so vor, dass ich doch analog mir nur eine sehr, sehr roughe Skizze für den Aufbau in mein Skizzenbuch mache, das dann aber auch gar nicht einscanne, sondern dann darauf basierend noch meine Skizze digital mache und darauf iteriere. Okay. Das, gerade wenn dann auch nochmal Kundenfeedback kommt, ist man dann auch einfach flexibler. Wenn man eigentlich schon fertig ist, das hat man ja leider öfter, wenn man eigentlich schon fertig ist, der Kunde alles abgesegnet hat, aber dann eine Woche später doch nochmal gerne eine Änderung hätte. Da arbeite ich dann eben meistens doch komplett digital. Und mit was für einer Technik arbeitest du? Du kommst so ein bisschen aus dem Nerd-Bereich und vielleicht kannst du das nochmal so andeuten, das Programm du arbeitest und vielleicht auch mal die Hardware nennen, mit der du da unterwegs bist. Ich arbeite an einem MacBook Pro mit einem Wacom Intuos Pro, wie hießen die Reihen damals? Ich weiß schon gar nicht mehr, da kommen ja ständig neue raus. Intuos 4 ist auch schon wieder eine Weile her. Okay. Genau, ein größeres Intuos, ein semi-professionelles und in Adobe Photoshop. Okay. Genau, wie die meisten Zeichner eigentlich, die ich kenne. Hast du vielleicht so ein paar kurze Tipps für Neueinsteiger, wie die sich dann, womit die anfangen könnten? Gibt es vielleicht günstige Alternativen oder wo die so erste Schritte mal wagen können? Also ein Intuos Pro finde ich eigentlich schon ein relativ gutes Mittelding eben aus Einsteiger- und Profi-Gerät. Es gibt ja eben auch diese schweineteuren Cintiqs, wo noch ein Bildschirm eingebaut ist, die riesengroß sind, die noch meine eigene Stromquelle brauchen. Da blättert man dann ja so gute 2000 Euro mindestens hin. Das wollte ich mir nie leisten, deswegen bin ich auch immer bei meinem Einsteiger-Intuos eigentlich geblieben. Die Kleinen sind mir immer ein bisschen zu unpräzise. Ich weiß eben auch nicht, ob das dann für Einsteiger so gut ist, weil sie dann das Gefühl haben, das geht ja einfach gar nicht digital. Das kommt nicht so auf dem Bildschirm rüber, wie ich will. Deswegen finde ich so ein Intuos für so, kann man ja auch gut ein gebrauchtes und schon älteres Modell kaufen. Zum Beispiel so ein 4 Jahre altes, das ist technisch immer noch wunderbar, wenn das funktioniert. Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Kann man sich bestimmt gebraucht für einen Huni kaufen und kann damit schon echt gute Sachen machen. Okay, alles klar. Danke für den Tipp. Ich muss dabei auch immer dran denken, Schlogger, eine gute Freundin, eine Kollegin von mir, die auch Comics bei Panini rausbringt, hat ihre ersten 2 Comics, die sie professionell veröffentlicht hat, glaube ich, auf so einem ganz schäbigen kleinen Bambu-Tablet gemacht, was halt echt so das komplette Einsteiger-Ding ist und kommt damit offensichtlich auch zurecht. Insofern
Genau. Also ist das, glaube ich, sehr individuell, mit was man da einsteigt. Das sollte man wahrscheinlich vom Portemonnaie abhängig machen. Ist das Talent da offensichtlich der größere Faktor? Genau, auf jeden Fall. Das kann man immer ausgleichen, schwache Technik. Ich blätter hier gerade auch im zweiten Comic, den du mitgebracht hast, der Nachtrugeler. Nur Nachtrugeler ohne T. Ach so, ohne T. was ist das denn? Ist bunt. Der Nachtrugeler ist ein Kinderbuch mehr als ein Comic. Das ist auch beim Jaja Verlag erschienen, noch ein kurz vor Hooray Hooray Lickish. Und genau, das basiert auch so ein bisschen auf meiner Kindheit in der Form, weil das ist so eine Gruselgeschichte, die mein Vater mir früher immer erzählt hat über einen Monster, der namensgebende Nachtrugeler, der eben scheinbar in den Hügeln um unser Heimatdorf sein Unwesen treibt. Und das ist so ein bisschen Gruselgeschichte für Kinder, aber eben dadurch nicht zu gruselig, hoffe ich zumindest. Okay. Ja, also es sieht echt cool aus. Es ist einfach, also es ist auch schöne Bilder. Ich glaube, das könnte ich meiner Tochter auch zeigen. Wunderbar. Wie alt ist sie denn? Die ist noch viel zu jung. Okay, kein Jahr. Okay, dann musst du noch ein bisschen warten. Der Verlag sagt ab 3 Jahren, so viel ich weiß. Es kamen schon ein paar Beschwerden von, mein Kind kann das nicht verkraften, wir mussten es wieder weglegen. aber andererseits auch wieder Leute, die sagen, mein Kind geht total drauf ab und findet es einfach nur spannend und nicht gruselig. Also es scheint auch sehr individuell zu sein. Hattest du das von Anfang an als Kinderbuch auch konzipiert? Ja, also das ist auch wieder so ein Fall von, das war ja das Erste, was ich professionell verlegt habe quasi in einem Verlag. Und das war so, dass ich das in einer Woche oder 2 Wochen komplett für mich selber einfach durchgezogen hatte und ursprünglich das nur als Heftchen für mich oder Online-Verkauf pumpen wollte. Und dann habe ich es aber einfach auch mal in Verlage geschickt und bin so auch auf Jaja ursprünglich gestoßen, weil ich gesehen habe, dass die auch so ein paar Kindersachen im Programm hatten, was sie inzwischen leider nicht mehr haben. Aber den Nachtrugler kann man trotzdem noch kaufen. Ich merke schon, auf jeden Fall gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Meyer Verlag. Du hast gemeint, aktuell kommst du gar nicht dazu, großartig dich so sehr viel mit Comics zu machen, weil das eben offensichtlich zeitlich nicht vielleicht nicht einfach ist. Kannst du trotzdem schon irgendwas anteasen? Irgendwas, was wir jetzt für eine App von der Leisure Suit Larry Reihe dann noch vielleicht von dir sehen können? Ich arbeite tatsächlich jetzt seit 2 Wochen oder so wieder an einem Comic-Konzept, was wieder ein bisschen in die Richtung von Hooray, Hooray, Lickish geht. Und das ist, wie viel kann ich, das ist noch sehr nicht spruchreif, aber es geht grob drum um so Dorfdisco als Szenario und gesammelte Erfahrungen, also wieder so halb autobiografisch, aber ein bisschen überspitzt, überdramatisiert. Du hattest gemeint, du wohnst ja jetzt in Hamburg? Genau. Bist du da auch aufgewachsen? Nee, eben nicht, sondern in Süddeutschland, genau, deswegen Bodensee, in einem sehr, sehr kleinen Dorf, Arnach. Aha. Und ja, genau, kennt üblicherweise niemand, das nächstgrößere ist Ravensburg. Das kennen dann schon wieder ein paar wegen den Spielen, Ravensburger Spiele. Genau, und da basieren irgendwie bisher auch all meine Veröffentlichungen so lose drauf. Also scheinbar habe ich da noch Dinge zu verarbeiten. Alles klar. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Was erwartet dich denn jetzt hier noch in den kommenden Tagen? Hast du noch andere Programmpunkte, Signierstunden oder irgendwas? Ja, genau. Ich habe heute noch am Stand der Comic Solidarity verkaufe ich ein paar Heftchen und so eigengedruckte Dinge. Und am Jaja-Stand bin ich dann morgen noch am Start und signiere. Ja, prima. Also wenn die Gelegenheit hat, kommt vorbei. Wie gesagt, hier gerade CLC. Ich muss mal gucken, wie zeitnah ich das veröffentliche. Ich dachte auch gerade, kommt das gar überhaupt noch raus? Also wärt ihr da gewesen, hättet ihr kostenlos ins CLC kommen können. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Jo, danke dir. Ciao. Wir sind jetzt auf die Couch umgezogen, denn die Couch ist viel gemütlicher. Warum sollte man auf Stühlen sitzen? Das verkrampft doch nur alles. Ich sitze hier wieder mit jemandem, der mich auch angeschrieben hat, weil er uns heute ein Projekt vorstellen möchte, an dem er aktuell arbeitet. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, mein Name ist Philipp, Philipp Spreckels. Und ich bin der Autor von Yellowstone. Warum habe ich denn das Cover schon irgendwo gesehen? Hast du da ein bisschen Promotion für gemacht? Kann das sein? Irgendwie auf Facebook oder wo auch immer? Ja, also wir sind noch dabei, den Comic zu erstellen. Also wir sind mittendrin. Ich bin Kapitel 7 am Schreiben. Mein Kumpel Dave Scheffel, mit dem ich den Comic zusammen mache, der ist am Zeichnen in den ersten Kapiteln. Also wir sind sozusagen noch mitten im Prozess drin, aber das ist so ein bisschen so die alte Blogger-Schwäche.
Podcast habe ich auch schon mal gemacht. Also irgendwie dieses ganze Making-of finde ich immer interessant. Deswegen haben wir relativ frühzeitig auch schon gesagt, okay, wir machen einen Comic, wir wollen was machen in die und die Richtung und sind dann erst nach einem halben Jahr, wo wir auch schon über den Prozess, wo wir denn da hingehen wollen, geblockt haben, erst dann auch dann auf die Verlage zugegangen. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Wie bist du zum Comiczeichnen gekommen? Wie bist du da reingerutscht? Die lange oder die kurze? Ach, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, ich habe schon als Kind gerne Comics gelesen. Das klassische Mickey Mouse und Co. Dann so in der Jugend dann auch, dann ging es in Richtung Star Wars. Episode 1 war gerade en vogue und das habe ich viel gelesen. Das ist dann aber so ein bisschen eingeschlafen und dann hatte ich aber vor Jahren ein richtig mieses Praktikum in Berlin. Mhm. Es war einfach unheimlich bitter, es war trist und das Wetter war schlecht und es war windig und kalt und diese Zeit habe ich dann sehr stark mir vertröstet mit Comics, in den groben Unfug in Berlin einen Comicladen entdeckt und habe da, ich weiß nicht, ob ich schon jemals so viel Geld in einem Monat für Comics ausgegeben habe. Und habe dann aber so richtig Blut geleckt und bin dann zurück nach Münster, wo ich studiert habe, gekommen und habe da führte dann eins ein bisschen zum anderen. Ich habe mehr Comics gelesen, das hat mich wirklich interessiert. Dann habe ich mit einem Kumpel zusammen einen Comic-Lesekreis gegründet, wo wir das Ganze diskutiert haben, auseinandergenommen und so weiter. Und das war dann aber immer noch nicht genug, also habe ich dann angefangen zu bloggen. Mhm. Das war dann der Blog Comic-Kladde, ja, wo ich so ein bisschen... ja, essayistisch so auch Comics so richtig auseinandernehmen wollte. Also richtig so dekonstruieren. Mhm. So ein bisschen wahrscheinlich die Historikerschwäche dann, die dann dadurch kommt. Ja, mehr als so eine einfache Kritik oder Rezension. Ja, genau. Mhm. Das war auch sehr aufwendig, aber hat viel Spaß gemacht. Aber auch irgendwie Interviews geführt. Hab alles abgegrast, was so im Münsterland dann da war. Und da bin ich dann über Bande an Dave gekommen. Und zwar hatte ich einmal ein Interview mit Thomas Wellmann vom Rotopol Verlag. Und Dave ist ein Schüler von Thomas Wellmann, der quasi bei ihm die Bachelorarbeit als Comic gemacht hat. Aha. Darüber habe ich ihn kennengelernt. Dann sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann war es dann so kurz vor Weihnachten, dass dann Dave sagte, ja, er würde gerne nochmal einen Comic machen, ja, aber er hätte keine Lust zu schreiben. Dann habe ich gesagt, Dave, gib mir mal 2 Wochen und dann, ja, dann pitchen wir mal was. Genau. Okay, und dann, wenn du sagst, du hast da auch studiert, hast du was in der Richtung studiert oder was komplett themenfremdes? Ich bin da sehr quereinsteigerig. Also ja, studiert habe ich Englisch und Geschichte, aber auch einen Master in Geschichte gemacht, einen wissenschaftlichen. Meine Brötchen verdiene ich mit Projektmanagement im E-Commerce-Bereich. Also eigentlich komplett nicht Comic, aber das Thema hat mich schon immer fasziniert. Aber Parallelen sind schon ein bisschen vorhanden. Wenn du sagst E-Commerce, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Marketing ein Thema ist, mit dem du dich auch ein bisschen auskennst. Ja, es gibt immer mal wieder so Überschneidungen. Das ist auch... also sogar im Bereich Projektmanagement, das ist immer wieder faszinierend, wenn man, weil im Prinzip geht es ja oft auch darum, wie Menschen zusammenarbeiten, was funktioniert, wie man zu einem Ziel kommt, was man noch nicht ganz klar sehen kann. Und Pitches gibt es auch im Marketing und auch da muss man mit Leuten zusammenarbeiten und sagen, okay, ja, wie lang geht denn die Reise? Sind es 120 Seiten, sind es 100 Seiten? Ja. Ist es koloriert? Was für ein Stil? Und also die Zusammenarbeit mit anderen Menschen finde ich da einfach spannend, deswegen finde ich das auch gerade klasse, dass ich mit Dave so gut zusammenarbeiten kann, weil es ist kein, ich gebe den Text ab und Dave zeichnet das ab, sondern es ist ein ständiger, iterativer Prozess. Das macht Spaß. Und euer aktuelles Baby, das du eben auch gepitcht hast, wie ich das im Vorinterview, Vorgespräch schon gehört habe, trägt den Titel Yellowstone. Genau. Was ist Yellowstone? Pitch uns das mal in der Kurzfassung. Also Yellowstone allgemeinläufig kennt man ja als den Yellowstone-Nationalpark. Mhm. Genau. Was vielleicht in Deutschland weniger Leute wissen, ist, dass unter dem Nationalpark ein schlummernder Supervulkan sitzt. Das heißt, das ist ein riesiges Gebiet von heißen Quellen und auch vulkanischer Aktivität, der im Moment nicht aktiv ist, zum Glück. Mhm. Weil wenn das Ding ausbrechen würde, gäbe es eine globale Katastrophe. Ja, ja. Also Nuklear Winter und so weiter. Und der Comic Yellowstone ist ein Science-Fiction-Öko-Thriller. Also die Prämisse ist die, dass wir, das spielt so im Jahre 2050, 2040 ungefähr, okay, dass ein Teil dieses Vulkans ausbricht und die USA komplett verändert werden. Also der mittlere Teil, der mittlere Westen wird komplett evakuiert. Es gibt quasi so ein inneramerikanisches Flüchtlingsproblem. Es gibt Konzerne, die sozusagen dort dann so ein bisschen reingreifen und die Demokratie aushöhlen. Also es gibt sozusagen eine dystopische Gesellschaft, die sich entwickelt. Ja.
Aber die Story von Yellowstone selber spielt erst 10 Jahre nach dieser Katastrophe. Mhm. Mit einem Veteran der National Guard, der aber irgendwie arbeitslos geworden ist, irgendwie abgehängt wurde von der Gesellschaft und dann aber ins Fadenkreuz einer Verschwörung gerät. Mhm. Sodass wir, das ist insgesamt, das ist also ein Thriller. Da geht es um Verschwörung, er wird gejagt, also auch actionlastig. Mhm. Aber es geht auch darum, was ist denn da im Argen? Es gibt sozusagen ein Geheimnis, was aufgedeckt werden muss. Also jetzt nicht, weil das ist ja immer das Erste, wenn ich an Dystopie denke, sind ja diese Survival-Dystopie-Sachen. Sind das auch Facetten, die da mit reinspielen? Und ist das ein Schwerpunkt oder spielt es gar keine Rolle? Also es gibt Teile, also natürlich, also die Story beginnt in Washington D.C., mhm. aber es bleibt nicht da, also der Hauptcharakter reist auch und wir lernen auch natürlich auch diese entvölkerte Zone lernen wir auch kennen. Aber es ist so ein bisschen beides drin. Also ich würde sagen, wir haben sowohl so Aspekte wie Blade Runner, das heißt, wir haben eine Großstadt, wo Armut und gerade diese dystopische Herrschaft vorhanden ist. Wir sehen aber auch diese entvölkerte Zone, wo ja vorher auch Menschen gelebt haben. Also ja. Wo quasi so ein bisschen so ein Mad Max-Feeling aufkommt, dass einfach Straßen wieder zuwachsen. Fukushima. Ja, genau. Zone. Ja. Genau. Deswegen meinte ich auch Öko-Thriller. Also das spielt schon auch eine Rolle. Und weil halt in beiden Teilen des Landes sich unheimlich viel verändert hat. Okay. Was mir als erstes einfällt, ist die Frage, wie ihr auf quasi die Location gekommen seid. Du hast gemeint, es ist eben Yellowstone, klar, Amerika. Und es spielt eben offensichtlich vermutlich Nordamerika dann auch. Warum gerade da? Also die Idee, also was mich, also mich hat Yellowstone schon länger fasziniert. Mhm. Aber ich glaube, dass der Ursprung war, dass ich ein Austauschjahr gemacht habe als Schüler. Ich war in Buffalo, New York. Okay. Und hab da auch einen Trip nach Yellowstone gemacht. Und überlebt. Hab die heißen Quellen gesehen, die Geysire und also es ist wirklich faszinierende Natur. Und hab da dann auch das erste Mal dann wirklich darüber gelesen, über diesen schlummernden Supervulkan und was das eigentlich auslösen könnte. Und das hat mich die Jahre über immer begleitet, auch im Studium. Und das ist so eine kleine Idee, die dann so ein bisschen wächst und irgendwann hatte ich die Idee, was wäre denn, wenn das ein Teil davon ausbrechen würde und dann hat sich so ein Worldbuilding entwickelt, auch schon bevor Dave gefragt hatte, sodass ich auch schon gedacht habe, okay, ja, diese Yellowstone-Idee, die könnte man vielleicht entwickeln. Okay. Und das, also ihr habt dann dieses Konzept zusammenerarbeitet oder war das, was du das, kommt das Kernthema von dir? Wie sind da so die Details entstanden? Also generell arbeiten wir sehr stark zusammen. Es ist so, dass die Kernidee kam von mir. Also ich hatte schon so ein bisschen mit einem Worldbuilding vorher schon angefangen, gar nicht mit der Idee, einen Comic zu machen, aber irgendwie mit der Idee, irgendwas damit zu machen. Und also das Medium stand noch nicht fest, sodass ich da schon was hatte, auf das ich aufbauen konnte. Aber nachher dann die Entwicklung auch der Story in dieser Welt, weil nur ein Worldbuilding selber hilft nicht. Das haben wir schon sehr stark auch zusammen gemacht. Also ich habe die Story, im Prinzip ist es so, dass ich die Story schreibe, auch die Dialoge und auch die Wendungen, aber habe das immer sehr stark auch mit Dave diskutiert und da haben sich auch viele Sachen auch verändert. Ne? Mhm. Also weil wir gerade über Charaktere gesprochen haben gesagt, ja, der Hauptcharakter, der macht das. Also jetzt mal sinnbildlich gesehen, der schießt der Oma in den Kopf. Ja, und dann haben wir diskutiert, okay. Ist das in Ordnung? Darf der das? Also er schießt den Oma nicht ist in den Kopf. Ist das moralisch aber, korrekt? Ja, genau. Also wo sehen wir beide den Hauptcharakter? Noah heißt er. Ah ja, Noah. Mhm. Ist der Protagonist. Und passt das zu ihm? Und natürlich, wenn jemand wie den Zeichner dazukommt, Dave beschäftigt sich unheimlich intensiv auch mit der Sache, der gewinnt dann auch ein anderes Bild. Und dann muss man gucken, okay, was ist jetzt das Bild, was ist der Kern von von Noah und was treibt ihn an? Und da haben wir durchaus auch schon mal länger diskutiert. Mhm. Aber es hat es besser gemacht, finde ich. Also quasi ein Mash-up an zwei Charakteren in eurem jeweiligen Kopf, der eine Figur wird zu diesem Noah. Ja. Ist das ein Sympath, der Noah? Ist das jemand, der handelt, wie wir das vielleicht auch tun würden? Ich glaube schon. Also ich mag ihn gerne. Ich bin demnächst dann mit dem 7. Kapitel dann fertig am Schreiben. Ich glaube, das wird schon traurig, wenn man dann die letzte Seite geschrieben hat und so ein bisschen Goodbye sagen muss. Also was ich zum Beispiel an Noah unheimlich sympathisch finde, ist, er ist so ein bisschen muffelig, so, was jetzt bei mir nicht so ist, aber ich kann das gut nachvollziehen, dass man mal nicht will. So I hate Mondays, das Gefühl so ein bisschen. Klar. Und
irgendwie hat er viel gemacht in seinem Leben, aber so richtig Anerkennung kriegt er nicht. Und das ist schon, das wächst einem schon so ein bisschen ans Herz, auch weil so gerade so eine Freundschaft auch zu einer Freundin von ihm dann damit mit reinkommt. Also schon ein Charakter, den man, glaube ich, mit dem könnte man gut ein Bier trinken. Das sind mir die Liebsten. Ja. Okay, und also ihr habt dann diese Figuren entwickelt und ihr seid jetzt dabei, oder ihr wart, du hast gemeint, du arbeitest gerade im 7. Kapitel, wo wohl das letzte ist, also das Finale. Aber da war ja ein langer Weg dorthin. Du hast mir jetzt gerade vorab einen Pitch gezeigt, also quasi erste Ideen, die du schon in einer Art Vorab-Comic erstellt hast, oder ihr erstellt habt. Wie ist das denn gelaufen? Erzähl mal, wie war denn dieser Entstehungsprozess davon? Ich glaube, das Erste war, dass wir uns gegenseitig auch mehrere Ideen auch gepitcht haben und uns dann auf die Yellowstone-Idee eingeschossen haben. Dann habe ich mich erstmal so ein bisschen, bin ich so ein bisschen in Klausur gegangen und habe das sozusagen versucht, die Story zu entwickeln und damit wir was haben, über das wir das diskutieren können. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das gerne bei einem Verlag veröffentlichen wollen. Mhm, ja, klar. Also wir wollten von vornherein ein Buch machen. Ja. Als Publikationsform und haben uns dann habe ich mich relativ stark damit beschäftigt, okay, wie kann man das machen? Wir sind beide in dem Sinne dann, ja, Newcomer, also haben jetzt, also ich habe jetzt nicht reihenweise Comics vorher veröffentlicht, bei Dave hat seine Bachelorarbeit gemacht, aber auch das ist jetzt nicht so, dass jeder Verlag sagt, 10 Jahre Erfahrung, alles klar, ja, das geht runter wie geschnitten Brot. Mhm. Und dann haben wir wirklich einen richtigen Pitch entwickelt. Das heißt, wir haben die Story runtergedampft, wir haben so einen Elevator-Pitch, das ist ja so diese drei Sätze Zusammenfassung der Story gemacht. Wir haben die komplette Story aufgeschrieben, von ersten bis zum letzten Kapitel, also bis vom Anfang bis zum Schluss. Wir haben einen Pitch-Comic gemacht, das heißt, wir haben das erste Kapitel schon mal komplett produziert, zum Teil in Schwarz-Weiß, damit auch der Verlag dann sehen kann, okay, das ist nicht nur eine coole Idee, ja, und der eine kann zeichnen, der andere kann schreiben, sondern das funktioniert auch als Comic. Und zwar über 16 Seiten lang und hat, ne, die Dramaturgie stimmt und alles sozusagen in dem Sinne der Beweis, ja, wir können das, wir wollen das, da steckt eine Idee dahinter, die ist gut und jetzt seid ihr dran. Über 16 Seiten, das war pro Kapitel, schätze ich dann mal, ne? Genau, das war das erste Kapitel. Okay, und das ist also dann Schwarz-Weiß. Wir haben ja gerade auch Bilder vor uns, wo wir dann einen direkten Vergleich sehen. Wahrscheinlich wird die eine Version davon nirgends irgendwo auftauchen. Aber da ist ein da ist einfach ein sehr eindeutiger Stilunterschied auch zu sehen. Und natürlich sind auch die finalen Seiten deutlich detailverliebter, als es die ursprüngliche Fassung war. Aber gerade diese Stiländerung, wie ist dazu gekommen? Was war der Grund dafür, dass ihr den Stil nochmal geändert habt? Ich glaube, wir haben das gar nicht so bewusst, also ich glaube, da könnte Dave wirklich mehr zu erzählen, aber ich glaube, es war einfach unser Gefühl, dass das noch ein bisschen detailreicher sein kann. Das ist ja immer die schwierige Frage, je detailreicher der Stil ist, desto aufwendiger ist er natürlich. Ja. Also ich finde, der Pitch-Comic hat auch so gut schon gut funktioniert, aber es ist ja auch so ein bisschen... Ich habe eine Definition von Genre gelesen, dass Genre einen so ein bisschen als Thema auch fasst und auch ein bisschen physisch anpackt. So, dass man deswegen Genre mag, ob es jetzt Horror ist oder Science Fiction oder Fantasy. Und da ist das Visuelle natürlich unheimlich wichtig. Und wenn wir, ich glaube, es war so ein bisschen die Richtung, dass wir gesagt haben, okay, es ist Science Fiction und wir wollen auch die Welt auch wirklich zeigen. Und je reduzierter das Ganze ist, desto weniger zeigt man natürlich auch von der Welt. Also man kann es natürlich extrem reduzieren. Und also ich mag wirklich den neuen Stil wirklich sehr gerne. Ja. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich auch Dave im Verlauf des Pitch-Comics auch gemerkt hat, okay, was ihm dann vielleicht da noch ein bisschen mehr liegt. Also jeder Zeichner entwickelt sich ja auch dann über die Zeit einfach weiter. Und genau, dann haben wir den neuen, etwas detaillierteren Stil gewählt. Und was ich an Bildern gesehen habe, vielleicht können wir noch mal ein bisschen durchscrollen von der finalen Ausgabe. Ja. Das macht einen... Also man spricht bei Comics ja immer von sequenzieller Kunst, also quasi da passiert auch viel zwischen den Bildern, weil da eben auch eine Geschichte erzählt wird. Ich habe den Eindruck, das könnte auch so ein bisschen wie so ein Storyboard für einen Film funktionieren, bei dem quasi auch immer ein Fokus gesetzt wird, mal eine totale zu sehen ist. Ist das Absicht gewesen? Macht den Eindruck, als wäre das eine sehr moderne Art der Comic-Zeichen, also um Comics zu zeigen und eben nicht einfach nur wie das vielleicht früher mal gewesen ist, eine sehr einfache Darstellung von auch einfach Perspektiven. Finde ich ganz toll.
könntet ihr euch vorstellen, dass sowas vielleicht auch als Film, weil das natürlich gerade einfach ein Genre ist, das sehr gut läuft, oder zum Beispiel meinetwegen auch Animationsfilm funktionieren könnte? Also gerade Animationsfilm könnte ich mir schon echt gut vorstellen, da fehlt es noch ein bisschen. Ja, fantastisch. Popkulturelle Referenzen sind auch dabei, und zwar jede Menge. Sehr schön. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das Ganze zum Beispiel eine Verfilmung auch werden könnte? Weil ich meine, das ist natürlich total ein Thema. Yellowstone ist ja im Rahmen von, also der US-Markt, glaube ich, der bietet sich da ja an für sowas. Ist das vielleicht interessant auch für euch, das so auf dem internationalen Markt zu pitchen? Ist das vielleicht sogar eine Debatte? Ja, total. Also ich meine, wenn Roland Emmerich anruft, dann fragen wir nicht zweimal nach. Ja. Dann frage ich nicht nach. Dann sage ich, Roland, wir trinken mal einen Kaffee. Wo wird er also denn? Wir haben, also man muss dazu sagen, wir haben den Pitch-Comic wirklich auch auf Englisch verfasst und auch an englische US-Verlage geschickt. Mhm. So. Wir sind jetzt beim deutschen Verlag gelandet, beim Zwerchfell Verlag. Mhm. Aber uns war beiden klar, es ist ein amerikanisches Thema, was man auch in Deutschland sehr gut lesen kann. Also, wir haben ja keine Angst vor amerikanischer Popkultur, konsumieren das ja auch gerade im Comic ja sehr gerne. Aber die Idee ist schon, dass wir natürlich erstmal das deutsche Buch rausbringen. Das kommt 2019 dann bei Zwerchfell raus. Mhm. Aber dass wir danach dann auch versuchen werden, das einen englischen Publisher zu finden, auf jeden Fall. Und gut, wenn es Filme gibt, von mir aus gerne. Also ich finde das immer super, wenn man dann auch vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf die Welt gewinnt. Ne? Vielleicht noch ein paar Szenen, die man doch... Also man muss sich ja schon reduzieren. Ne? Also das ist schon so manchmal beim Schreiben, dass man sich denkt, da kann man jetzt noch tiefer einsteigen. Ich meine, Sequels und Spin-Offs schließen sich ja nicht aus. Ne? Also ist ja alles denkbar. Also ich finde es ganz toll, ich wünsche euch da viel Erfolg. Auch gerade wenn jetzt, wann wird denn das siebte Kapitel veröffentlicht? Wie sieht es generell mit der Veröffentlichung gerade aus? Wie macht ihr das? Also geplant ist das Ganze als eine sogenannte Graphic Novel. Also das heißt, es wird eine Geschichte, ungefähr 120 Seiten lang. Mhm. 7 Kapitel, genau, und auch vollfarbig. Was man jetzt hier sieht, sind sozusagen die Inkings sozusagen in schwarz-weiß. Ist Lettering hier final? Nein, also okay. Wo wir jetzt gerade beide drauf gucken, ist es, habe ich auch einen Blogpost so geschrieben, aber ich glaube, viele haben das gar nicht verstanden. Ich habe, also ich bin da in der Arbeit nicht sehr effizient, aber was ich halt überlegt hatte, ist, ich habe mit einem Grafikprogramm wirklich schon mal so ein Vorab-Lettering gemacht. Mhm. Nicht um die Schriftart auszuwählen, nicht um die finale Form der Sprechblasen, aber um einfach mal auch die Dialoge in das fertige Inking reinzusetzen und dann wiederum ein Gefühl mehr, noch ein stärkeres Gefühl zu bekommen für den Rhythmus der Dialoge. Und also die Sprechblasen sehen schrecklich aus und sind wahrscheinlich an der falschen Stelle und es ist Areal und alles No-Gos und okay, es ist nicht Comic Sans, aber es hilft mir tatsächlich, also war anstrengend, aber hat wirklich nochmal geholfen, nochmal zu feilen an den Dialogen und nochmal so ein bisschen hier und da Fett wegzustreichen und nochmal so eine kleine Note noch dazu zu setzen. Und also das Lettering machen wir noch neu und die Sprechblasen werden auch von Hand gezeichnet dann später. Zum Buch zurück, es wird ein Band, wahrscheinlich Hardcover bei Zwerchfell und das ist auch eine abgeschlossene Geschichte. Mhm. Natürlich, klar gibt es Ideen für Sequels, Prequels, whatever, aber erstmal ist es eine Geschichte, die man komplett zu Ende lesen kann. Und genau. Was ist denn als Release-Datum angepeilt? Konkretes Datum haben wir noch nicht. Also 2018? 2019. Also nächstes Jahr. Mhm. Und also wer up-to-date sein will, sollte auf dem Blog vorbeischauen. Ja. Also www.yellowcomic.com zusammengeschrieben. Oder halt Dave und mir folgen. Dave kann man über Herr Scheffel mit 2 F finden und bei mir ist es Philipp Spreckels auf Twitter und auf Instagram. Mhm. Ich glaube, auf Instagram sind wir am fleißigsten. Sehr gut. Wenn wir auf jeden Fall alles in die Shownotes packen, das kann man gar nicht übersehen. Ihr müsst das nicht merken und abtippen. Ihr klickt einfach auf den Link und dann funktioniert es auch. Ihr seid, glaube ich, auch beim genau richtigen Verlag gelandet. Mit Zwerchfell habt ihr da ein paar tolle Jungs, die jetzt hier auch ihr 30-jähriges Jubiläum feiern und ganz, 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 ganz viele tolle Sachen im Programm haben. Da passt ihr, glaube ich, auch prima rein. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und würde mich freuen, wenn wir uns zur finalen Veröffentlichung vielleicht nochmal treffen oder vielleicht mal irgendwie ein kleines Pläuschen halten können. Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao. Gefreut. Tschüss. Ciao. Weiter geht die Interview-Polonaise. Wir sitzen immer noch hier auf der Couch, weil es einfach so extrem fluffig ist und ich habe das erste Mal 3 Headsets an diesem Gerät angeschlossen. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ich bin Xenia und
Ja, ich bin Johannes. Hi. ihr seid Teil eines Künstlerzusammenschlusses namens Caracula, ist das richtig? Ja, genau. Und das seid aber nicht nur ihr beide, oder? Wir haben also ein paar Freunde, also eine liebe Freundin von uns ist Autorin, sie heißt Steffi Hippler und sie hilft uns auch mit, also guckt über unsere Texte und hilft uns da extrem aus. Mhm. Und ansonsten planen wir halt auch in Zukunft vielleicht größer zu werden. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es dazu, dass ihr zusammenarbeitet? Ja, wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir sind auch zusammen. Und okay. Da hat sich irgendwie dann die Zusammenarbeit ergeben. Ah ja. Mit der Zeit. Praktisch. Ja. Und Nummer 3 in der Runde gehört zur Beziehung dazu? Eine liebe Freundin, die haben wir in einem Comic-Shop oder ja, so, was war es, Comic? Ja, das Ding nennt sich Fantasy Stronghold, das ist in Ludwigsburg, das ist ein Verkauf von Comicbüchern und Brettspiel, Zugehör und solchen Kram und sie hat dort an der Kasse gearbeitet und irgendwie kam das Ganze zusammen, dass wir uns mit ihr unterhalten haben und irgendwann ging die Unterhaltung länger halt als normales Verkaufsgespräch und plötzlich, wie kann man sagen, standen wir dann da und 3 Stunden waren rum. Wir haben dann festgestellt, hey, sie ist nett. Oh ja. Passiert. Genau, oh nein. Soziale Kontakte. Ja, und so hat sich dann halt auch Freundschaft entwickelt und mittlerweile treffen wir uns auch regelmäßig und ja, haben im Laufe des Gesprächs haben wir auch herausgefunden, dass sie Autorin ist und so. Und ihr habt jetzt mindestens ein gemeinsames Projekt, über das wir uns heute auch unterhalten wollen. Ihr habt was dabei. Von was sprechen wir? Was gucken wir uns heute an? Worüber wollen wir uns unterhalten? Und zwar ist es das Comic-Projekt Wohin du willst. Mhm. Gab es eigentlich schon seit 12 Jahren und ist bei mir halt immer irgendwie hin und her gewandert, weil es halt so umfangreich war. Mhm. Und Johannes hatte zwar immer wieder so ein bisschen Ideen mit eingeworfen und ich habe auch ein bisschen was aufgeschrieben, aber soll ich nicht herantrauen? Ne, wir haben uns halt nicht wirklich herangetraut, weil komplett ein Weltaufbau, Sprachen, Schrift, was da nicht alles dazugehört. Und das hatte mich extrem überfordert und Johannes meinte halt Anfang des Jahres, jetzt packen wir das mal an. Mhm. Und seit einem halben Jahr arbeiten wir jetzt dran und Mitte Juni jetzt sollen die ersten Seiten noch erscheinen. Und genau, jetzt geht's los. Ja, ja. Also schon ein Riesenteil. Also meine Befürchtungen haben sich ehrlich gesagt tatsächlich bestätigt. Das Ding ist einfach gigantisch. Mhm. Und ja, wenn es nach mir ginge, würde ich nur noch Tag und Nacht daran arbeiten, aber wir beide müssen halt irgendwie noch über die Runden kommen, deswegen haben wir noch anderes Zeug zu tun. Aber ja, genau. Das heißt, es ist ein Projekt, das ihr auf Hobbybasis nebenbei macht. Seid ihr hauptberufliche Comic-Künstler oder macht ihr das wirklich so nebenbei? Wie ist das eigentlich, wenn wir das mal einordnen wollen? Also ich persönlich bin Grafiker, Comiczeichner und ebenfalls halt Autor, habe aber vorwiegend bisher bei so Werbeagenturen gearbeitet und halt ein paar Illustrationen hin und wieder gemacht. Ich arbeite 8 Stunden ganz normal, sozusagen ein 7 bis 16 Uhr Job in der Industrie und daher habe ich eigentlich in meiner Arbeit nicht viel mit Design oder allgemein auch mit Grafik zu tun. Mhm. Im Endeffekt mache ich das dann halt, wenn ich nach Hause komme oder halt am Wochenende beschäftige ich mich dann auch damit. Das macht das Ganze natürlich noch sehr viel mehr zu diesem Mammutprojekt auch. Wenn ihr sagt, es ist so groß, so viel, die Befürchtungen hätten sich bestätigt. Wenn man das parallel macht zum eigentlichen Hauptjob, dann ist es natürlich noch mal mehr auch schön, wenn man das zusammen machen kann, wenn man sich kennt und da auch ein bisschen Verständnis vielleicht dann da ist, wenn man sich abends nochmal hinsetzen muss, um eben irgendwas für das Projekt zu tun. Was ist denn das große, epische Mammut? Was macht das denn so groß? Wahrscheinlich erstmal die Seitenanzahl. Hä? Also wir haben ja jetzt das komplette Skript geschrieben gehabt und ist halt so ein fettes Teil geworden und wir hatten jetzt vor einem Monat oder anderthalb auch das erste Kapitel zu Ende geschrieben erstmal und es sind halt 14 oder 4 Seiten geworden, was halt erstmal nicht nach viel klingt, aber ich bin jetzt bei Seite 4 im Skript und bei Seite 52 im Comic selber. Ergo dachte ich, okay, cool, das wird
groß. Ja. Weil wir dachten zuerst, dass wir pro Kapitel dann ein Heft rausbringen, was aber jetzt eher danach aussieht, als müsste man jedes Kapitel in mindestens 4 Hefte unterteilen. Mhm. Weil ja pro Kapitel wahrscheinlich so 200 Seiten um den Dreh entstehen werden. Und das sind halt 25 Kapitel. Wow. Und wenn man das halt hochrechnet, dann entstehen sehr große, gruselige Zahlen. Das ist wohl wahr. aber das heißt also, es ist bereits ein definiertes Ende vorhanden. Wir haben die ganze Geschichte ist schon vorhanden. Mhm. Also Steffi, unsere Freundin, hat auch nochmal drüber gelesen und nach Unstimmigkeiten geschaut, ob da alles soweit passt, ob Charaktere sich vielleicht okay verhalten, ja, ob das alles soweit passt. Im Grunde ja, die Geschichte steht und jetzt arbeiten wir sozusagen Kapitel für Kapitel weiter daran und machen halt erst Kapitel 1, dann wird es gezeichnet, dann Kapitel 2 und so weiter. Mhm. Aber die Hauptgeschichte steht schon komplett. Das finde ich immer ganz spannend, diese Zusammenarbeit mit der Autorin. Diese Zusammenarbeit mit der Autorin, das finde ich immer ganz spannend. Wenn sie die komplette Geschichte schon geschrieben hat und hat ja im Kopf dann auch wahrscheinlich Bilder, wie das zumindest grob aussehen soll. Kommt da quasi einfach nur von ihr so, dass meine Geschichte, so soll es aussehen, jetzt macht das bitte? Oder seid ihr da wirklich in einem gleichberechtigten, sage ich mal, Feedback-Modus, wo ihr dann euch gegenseitig auch noch die Geschichte eben zusammen mit im Detail vielleicht auch erarbeitet? Da gibt es vielleicht ein kleines Missverständnis. Also die Autorin oder die Autoren von der Story sind wir. Genau. Und Steffi hat die Geschichte nochmal geprüft auf die Richtigkeit. Genau, okay. Und auch sozusagen die Kontinuität. Als außenstehende Person nochmal geschaut, weil wir stecken ja die Geschichte extrem tief drin und für uns sind viele Dinge logisch und ja, man guckt sich's an und denkt, ja klar, passt ja. Okay. Und wenn dann jemand drin ist, dazukommt und sich das durchliest, dann kommt wahrscheinlich so, was soll denn das jetzt? Und okay. Das, in die Richtung ist die Zusammenarbeit. Quasi so eine Art eigenes persönliches Lektor. Autorat oder Redakteur, so ein bisschen. Okay, also ihr seid quasi die kreativen, die Impulsgeber und sie selbst ist so eine Art Qualitätssicherung. Ja, genau. Okay. Genau. Sehr schön. Dann lass doch mal einen Blick reinwerfen und vor allem erzählt uns mal, worum geht's eigentlich in Wohin du willst. Ich gebe dir das vielleicht einfach so, weil sobald ich anfange umzublättern, sperrt mein Sprachzentrum. Und zwar geht es bei Wohin du willst, so das Hauptthema wäre Heimatsuche, würde ich sagen. Mhm. Also wo findet man seine Heimat oder was bedeutet es überhaupt, eine Heimat zu finden? Ob das wirklich ein Ort ist oder ob es vielleicht auch jemand ist, der einem besonders wichtig ist. Spielt auf einem anderen Planeten die ganze Geschichte, startet aber tatsächlich auf der Erde in Rudolstadt, in dem, wie hieß das Ding, Heidecksburg. Schloss Heidecksburg, da geht die Geschichte los. Und zwar, also der Beginn ist halt, dass wir in einer Ausstellung sind und dann gehen wir einfach durch eine falsche Tür und landen dann auf dieser fremden Welt. Ihr seid die Protagonisten der Geschichte. Ja, also wir haben zwar andere Namen sozusagen, aber auch vor 12 Jahren war es schon so gewesen, dass wir sozusagen als Charaktere mit in der Geschichte drin waren und da gab es auch schon diesen Sprung in eine andere Welt. Allerdings halt mehr so in diese klischeehaftere Richtung vielleicht. Also was man ja gerne nimmt, ist so Mittelalterwelt, wo dann die Charaktere aus der modernen Welt landen und dann voll die Checker sind im Grunde. Während Adroth und Shin heißen die Charaktere, aber es sind auch unsere Künstlernamen, landen in einer Welt, die viel weiter ist als die von der Erde. Okay. Ergo sind die beiden dann die absoluten Noobs und haben keine Ahnung von nix. Und ihr Hauptziel ist es dann, tatsächlich wieder zur Erde zurückzukehren. Mhm. Also gerade wo du sagst, ihr seid die Protagonisten, das lässt sich absolut nicht abstreiten. Ich habe hier gerade von euch eben dieses, also es sind so Artwork-Beispiele, wenn ich das richtig sehe. Und also ihr seid definitiv wiedererkennbar. Ich sehe auch irgend so eine Art, was ist das? Das ist so eine Art Goblin, Gnome, irgendwie, ich kenne mich da gar nicht so aus. Auf jeden Fall, die Armbänder kamen mir bekannt vor. Habe ich die nicht gerade irgendwo gesehen? Na egal. Auf jeden Fall, also euch beide erkennt man auf jeden Fall wieder. Und wie ist denn jetzt so der aktuelle Status von der Geschichte? Ist das, wo seid ihr gerade? Seid ihr jetzt in der Produktionsphase noch? Gibt es schon was online? Wo seid ihr gerade so vom Release-Datum her? Ich weiß es gar nicht, weil die habe ich ja jetzt hier gerade vor mir. Ja, Artwork-Beispiele. Es ist so, in 1,5 Wochen, also Mitte Juni, erscheinen ja die ersten Seiten. Mhm. Und wir arbeiten ja schon seit, also intensiv seit einem halben Jahr dran.
Und wir haben dazu dann einen Projektblog gestartet auf wohin-du-willst.jetzt. Und da haben wir halt auch dokumentiert, was wir gerade machen. Hier zum Beispiel haben wir ein Beispiel von unserem eigenen Hausfont. Das mussten wir halt entwickeln, weil wir nichts gefunden haben, was zu unserem Comic gepasst hat. Das heißt, das hatten wir dann auch entwickelt mit einer Schriftart. Die ist aber noch in Bearbeitung, weil wir noch zusätzliche Zeichen brauchen für die Sprache, die auf dem Planeten gesprochen wird. Ah, alles klar. Wir haben nämlich nochmal andere Zeichensätze drin. Und das ist dann alles auf dem Projektblog dokumentiert. Also von den Anfängen, wie das alles angefangen hat, auch die alten Zeichnungen, wie die Charaktere aussahen und der Stil aussah, über halt Nebenentwicklungen, wie zum Beispiel diese Schriftart, oder auch die Sprachentwicklung von also altatranische allgemeine Handelssprache ist sozusagen die Sprache, die jeder kennen muss oder können muss auf dem Planeten. Genau, und das ist halt alles online. Das heißt, man kann schon sehen, was sich da entwickelt, wie es sich entwickelt. Okay, das heißt, Sie sind also das ist schon mal gut, mit der Vorarbeit ist ja ganz praktisch, weil dann diese Pausen erstmal nicht entstehen werden. Das heißt, man kann sich regelmäßig auf neuen Content freuen. Wie ist der, was plant ihr für einen Veröffentlichungsrhythmus? Also für den Anfang, dadurch, dass Johannes ja ganztags arbeitet und ich habe jetzt halt 450-Euro-Job, hoffentlich bald in Aussicht. Ja, sehr gut. ist unser Ziel aktuell eine Seite in der Woche mindestens. Aha. Am Dienstag soll dann eine veröffentlicht werden. Allerdings haben wir auch ausgerechnet, dass es dann 92 Jahre dauern wird, bis wir fertig sind bei 5000 Seiten. Wollen wir dann halt das Ganze so schnell oder so sehr wie möglich verkürzen dann diese Zeit. Das heißt, wenn wir mehr als eine Seite schaffen in der Woche, also Dienstag ist fester Termin, aber wenn wir mehr schaffen, wird halt auch mehr geuploadet im Verlauf der Woche. Was wir uns auch überlegt haben, ist, dass wir in einem halben Jahr mindestens ein Heft rausbringen. Aha. Ja, Kapitel 1 unterteilt in 4 Hefte und dann würde das erste Heft von 60 Seiten in einem halben Jahr rauskommen. Das ist so aktuell unsere grobe Berechnung, wie wir es gerne hätten. Und wenn es irgendwann ganz gut läuft, wir würden gerne dann auch Leute mit dazu nehmen, die mitarbeiten, dann wäre es theoretisch so dieser klassische Rhythmus, den man so bei Zeitschriften hat, eine Zeitschrift im Monat. Und dann wären wir in 8 Jahren fertig, theoretisch. Das ist ein absehbares Ziel. Wir hatten jetzt schon auch Interviews mit Comics, die eine ähnliche Laufzeit haben. Also das ist ganz cool. Okay, und das kann man dann über eure Internetseite abrufen. Ist das der Plan, dass ihr das quasi ausschließlich über die Seite macht oder wollt ihr das auch irgendwie spiegeln auf anderen Seiten? Meinetwegen kann ich, Animax ist zum Beispiel, glaube ich, ganz bekannt in der Richtung. Ist das auch eine Idee oder spielt das keine Rolle? Also auf unserer Seite auf jeden Fall. Ja. Erscheinen die Seiten dann auch, wie gesagt, regelmäßig. Wir schalten auch immer auch alle Benachrichtigungen über Facebook und Instagram, Twitter ebenfalls. Und ich hatte jetzt mir auch ein paar Seiten angeguckt. DeviantArt auf jeden Fall wird auch erscheinen. Allerdings bin ich da noch am Schwanken, ob nur auf Deutsch oder nur auf Englisch oder wie das am besten ablaufen soll, weil das soll auch zweisprachig erscheinen, also auf Deutsch und auf Englisch. Und dann gibt es noch Toons, Webtoons, glaube ich, die Seite. Also diverse Seiten haben wir halt rausgepickt, wo es halt vielleicht auch Sinn macht, wo halt auch Comics hochgeladen werden, speziell. Und das steht dann alles zur Verfügung dann dort. Okay. Ich blätter, wie gesagt, die ganze Zeit ja hier auch diese Sachen durch. Vielleicht könnt ihr mir mal an irgendeinem Beispiel, das euch selbst aussucht, mich würde mal interessieren, wie die Arbeitsaufteilung zwischen euch aussieht. Ihr seid ja beide dann... da dran, gibt es jetzt jemanden, der eher malt oder nur, also zeichnet oder nur zeichnet? Macht ihr das beide? Wie sieht das aus? Wie ist die Arbeitsaufteilung jetzt hier von dem Projekt? Also schreiben, wie gesagt, tun wir es auf jeden Fall zusammen. Wir hocken uns dann auch hin und dann werden auch Probleme ausdiskutiert. Dann reißt man sich kurz mal die Haare vom Kopf und dann verdrängt man sich wieder. Ich kümmere mich um die Outlines und das Design. Und Johannes macht dann die Koloration. Und dann wird es bei mir am Rechner nochmal alles zusammengefügt, so eine Gesamtkomposition. Okay, sehr gut. Du machst also die Colo, das ist echt cool. Also ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, was ich hier sehe. Das sind auch ganz tolle Ideen, das sind vermutlich auch viele Konzepte, die uns da so erwarten. Oder sind das Sachen, die alle in der Form irgendwie dann auch in einem finalen Werk vorkommen werden? Oder ist es jetzt nur auch so eine Ideensammlung?
unter anderem auch Ideensammlung, Charakterdesigns, Entwürfe. Sind die bereits irgendwo einsehbar oder ist es nur in dieser gedruckten Form aktuell vorhanden? Hier gibt es auf der Webseite gibt es auch einiges davon, ah, ja, okay. Also auf der Projektwebseite. Ja, wie immer ist es natürlich bei uns auch alles in den Shownotes, da könnt ihr mal draufklicken. Ich muss echt sagen, es ist ganz toll, auch die Farben wirklich, es ist einfach schön bunt, ich mag das echt, es gefällt mir. Ja, sehr schön. Ist denn langfristig angedacht, weil das natürlich gelegentlich mal vorkommt, dass ihr das vielleicht noch in irgendeiner gedruckten Form auch veröffentlichen wollt? Das auf jeden Fall. Ja? Ja, also wir wollen, wenn die Hefte dann auch rauskommen und wenn auch natürlich genug Interessenten da sind, wollen wir dann auch die Hefte, wenn sie fertig sind, wollen wir sie natürlich auch drucken. Und ja, langfristig wäre es natürlich toll, wenn wir einfach jedes, sobald das Heft fertig wird, dass wir es direkt in Druck geben können. Und dann wird das kann man das dann bei uns auch im Online-Shop erstehen oder auch vielleicht sogar irgendwo auf anderen Plattformen oder dann halt auch auf Messen. Mhm. Okay, aber das ist doch schön zu hören. Das heißt also, konkret kann man es noch nicht festmachen. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich es entwickelt dann genau. Auch. Ne? Genau. Auch für mich immer ganz spannend, weil ich total geldgeil bin. Nee, Quatsch. Habt ihr irgendeine Form der Refinanzierung? Also das Ganze kostet ja auch Spaß. Du musst das hosten, ihr investiert wahnsinnig viel Zeit und Arbeitskraft da rein. Gibt es irgendwie so eine Art Paywall oder schaltet ihr Werbung oder wie macht ihr das? Werbung schalten wir gar nicht, weil ich komme aus dem, also ich habe Mediendesign studiert und ich hasse Werbung. Ja, weil es einfach, man wird mittlerweile so dermaßen geflutet mit Werbung, da habe ich einfach was dagegen, wenn dann unsere Webseite aufgerufen wird und das sind alles blinkende Banner überall. Ja, durchaus. Das macht mich kirre. Voller Viren auch, diese Google Ads. Ja, das ganz ist schlimm. Auch klasse. Ja. Über Werbung also gar nicht. Wir, klar, bezahlen im Grunde aktuell alles aus unserer eigenen Tasche. Ja. Und wir haben jetzt einen Patreon-Account erstellt, das Projekt extra, weil wir wissen, dass alleine kann man das halt nicht wuppen. Und hoffen, dass gegebenenfalls irgendwie was über Supporter laufen kann. Ich schreibe jetzt auch ganz viele Leute an und sage, hier das Projekt und so, möchtest du unterstützen oder was man da überhaupt machen kann. Habe auch eine Freundin kontaktiert. Sie arbeitet irgendwie bei so einem Literatur. Wie war denn das? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hat sie auch was mit Sponsoring von Literatur-Dingen zu tun. Da habe ich sie auch angeschrieben, was geht da vielleicht, was kann man da machen. Im Grunde wäre das Ziel wahrscheinlich eine Fanbase aufzubauen, durch die man die Unterstützung bekommt. Natürlich. Ja. Weil zu einem Verlag, also da persönlich stelle ich mich quer, weil ich schon sehr viele Gruselgeschichten gehört habe, auch wirklich von lieben Freunden, die mit Verlagen zu tun hatten, mit großen vor allen Dingen, was da alles an Inhalten verändert und gelöscht oder also einfach zensiert wird, ist erschreckend. Und Steffi, also unsere Freundin, als sie halt unser Skript gelesen hat, da kamen halt auch so ein paar Bemerkungen, so nach dem Motto, ob das drinnen bleiben darf. Ne? Ja. Deswegen, theoretisch hätten wir ja genug Material, um das Projekt gegebenenfalls auch einem Verlag zu verkaufen, weil es ist ja alles da. Ja. Aber wäre eine Form der Refinanzierung halt, ne? Theoretisch ja, aber die Sache ist halt die, dann ist es gegebenenfalls in 2 Jahren gar nicht mehr unser Projekt, sondern irgendwas komplett anderes, weil es sind ja keine kleinen Änderungen, die da teilweise verlangt werden, sondern wirklich gravierende Dinge. Und also ich nehme jetzt zum Beispiel den grünen, Goblin, ja. Gemeint heißt, also er ist ein Menjibu heißen die bei uns, die Rasse. Er ist zum Beispiel Raucher. Ah ja, okay, ja, das ist ein Thema. Da fängt es halt schon an. Ja. Und es ist aber wichtig, dass er Raucher ist. Und zwar wirklich auch bis zum Ende der Geschichte. Das spielt am Ende eine gewichtige Rolle. Ergo sind es so Kleinigkeiten, die gegebenenfalls dann von dem Verlag verändert werden wollen. Also Verlag würde das gerne verändern dann. Und das können wir halt leider nicht zulassen. Oder okay, zum Glück. Also im Grunde genommen können wir... Ja,
ich habe halt von anderen Zeichnern gehört, dass man gegebenenfalls einen kleinen Verlag sucht, der sich halt darauf einlässt, was man macht. Durchaus. Wir hatten jetzt hier Gespräche mit den Kollegen vom Jaja Verlag zum Beispiel. Ich glaube, Zwerchfeld grundsätzlich kann man sich auch mal anklopfen. Es gibt eine Menge deutschsprachige kleine Indie-Verlage, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die so sehr reingehen. Aber wenn ihr gegenteilige Erfahrungen gesammelt habt, müsst ihr... Wir hören uns um halt immer wieder. Okay, deswegen, ne? Also darum geht es. Genau, von Zwerchfell und Jaja Verlag haben wir auch schon gehört. Wir schauen erstmal, wie gesagt, wie weit wir mit den ersten Comic-Seiten und mit dem ersten Heft kommen. Und dann kann man halt auch schon was vorlegen sozusagen. Also weil gleich so ein Roding vorzulegen, wollen wir halt auch nichts wegen. Das verstehe ich, ja klar. Gut, dann danke ich euch vielmals, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen über euer Projekt zu plaudern. Natürlich packen wir alles in die Shownotes rein, das heißt, wie gesagt, den Link und auch Internetseite und so weiter, findet man alles. Gibt es denn jetzt noch ein paar Punkte, die wir vielleicht final noch unbedingt erwähnen sollten, wo ihr denkt, das wäre ganz wichtig, dass wir da unbedingt noch mal unbedingt reingehen müssten, wo man euch vielleicht nochmal irgendwie live antreffen kann oder ob ihr am besten über Social Media zu erreichen seid? Ja, also über Social Media sind wir eigentlich immer sehr gut erreichbar, vor allem halt über unsere Facebook-Seite, also auch über unsere Projektseite, also auch Caracula. Dann natürlich auch unsere eigene Homepage. Wenn man da kommentiert, sehen wir das und kriegen das mit und antworten natürlich auch drauf. Ansonsten, ja, wir sind jetzt auch noch im Laufe des Jahres, sind wir auf jeden Fall noch in Stuttgart auf der Comic-Con. Dann sind wir auf der FameCon in Münster. Münster. Und am Abschluss sind wir dann noch in Wien, auf der Vienna-Con. Genau. Auch ganz toll soll die sein. Alles klar. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Ja, danke. Ja, danke schön für die Einladung. Ciao.